So, bitte, Herr Grötschall, das sind Ihre Kontoauszüge, bitte. Herr Grötschall, haben Sie vielleicht 5 Minuten kurz Zeit? Ich wollte Sie da in der Richtung nämlich einmal fragen, wie Sie sicher wissen, das haben wir eh schon besprochen, ist das Bausparen ja momentan eine der günstigsten Sparformen. Wollen wir uns das vielleicht auch einmal in der Richtung gemeinsam anschauen, dass Sie da, wie gesagt, Ihren Sohn und Ihre Frau voll ausnützen können. Herr Grötschall, Sie wissen ja, dass so ein Bausparvertrag nicht zweckgebunden ist. Das heißt, Sie müssen nicht wirklich gleich ein Haus bauen. Also in der Richtung braucht man sich da heute sicher noch nicht festlegen. Ja, genau so, da müssten Sie mal das schreiben. Das ist lieb, Herr Grötschall. Danke. So ein Dreck. Ha? Ah! Ach! Unglaublich. So, aber wieder was geschenkt. Also die Schüler, die wollte ich noch machen. Also, wo ich das haben wir ja gleich. Das geht ja ruckzucke, ne? Wie viel Schüler nehmen wir, siehst du? Das ist klar, größer Mickey Maus Schüler, das ist lächerlich, haben wir gleich gedacht, das gefällt mir auch nicht, aber das war was, hä? Protzig, hm? Da steht aber jetzt viel um, das lesen nicht die faulen Hund, gehört auch keinen Sinn, sagen sie auch Blödsinn, ne? Aber das war, glaube ich, ein guter Kompromiss, hä? Spur's einmal aber konkret. Schlecht sich, hm? Genau. Und wie gefällt sich? Super! Das Haus? Meine Theologe, ihr seid ja von draußen gekommen, als ihr es gesehen haben, ne? Habt gesehen, hinten alles rundherum, nur Wald. Traumhaft, keine Nachbarn. Ich meine, schon Nachbarn, nicht? Aber die sind so weit weg, also die hörst du nicht, ne? Hexen von der Schreit, wenn ein Hexlein kommt, dann kreist sogar oder was, nicht? Aber sonst heraus, muss ich sagen, wirklich, eine Ruhe unbezahlbar. Da erst auf die Nacht keinen Fernseher mehr pflegen, nicht meinen eigenen. Nein, weil wir da so einen schlechten Empfang haben. Ja, trotzdem Satellitenschüssel, nicht? Aber da ist genau vor den Satelliten der Wald aufgepflanzt, nicht? Und jetzt kannst du im Nachhinein, ne? Man, der Wald war früher da, was willst du machen, ne? Weil, ich muss ehrlich sagen, mir ist eh wurscht, weil der Bauer, der Philipp McLaren, der Theorist, der hat eh alles auf Video. Der hat alle Raumschiff Enterprise-Folgen zum Beispiel. Alle. Gibt's keinen, der nicht hat. Genau auf jeder Kassette beschrieben, wie es heißt, die Folge, Stöhnmesser redet er sogar auswendig mit. Wirklich wahr. 8 Jahre, der Bauer. Ich meine, er lernt ist nicht gleich, der Philipp, nicht? Das muss man schon dazu sagen, ne? Er ist ein bisschen ein Wiefzack, sagen wir so, ne? Der Papa nicht. War Deutsch. Ach so, falsche Richtung links kann ich gehen. Blödsinn, ne? Weil der hat eh schnappelt, aber das ist sehr praktisch. Da kann ich umschieben von links auf rechts, ist ja verstellbar. Früher habe ich 2 gehabt, dann zum einen dran, zum außen dran. Nicht? Aber der ist super. Dabei, eigentlich könnten sie das einfach auch machen, nicht? Schon dann eine Elektronik da. Ne? Wenn du ein Schraubenband ist, noch beide Seiten einen dran kannst. Ne? Dann ist das ganze Problem gelöst. Mit einem Kreuzgewind oder so, nicht? Muss er das auch gehen normal. Ne? Obwohl, der geht super, muss ich sagen. Schau her. 9,6 Volt, mehr oder was? Da schöpft das ein Fallen, da geht ja nichts so. Aber der war gar nicht teuer, es war ein Angebot. Also, das war so ein Angebot vom Angebot sogar. Ich warte immer so lange. Das war ein Kopfstandspreis. Ja, da muss so lange an der Kasse am Schädel stehen, bis er letzte Schuldung aus der Tasche geflogen ist. Aber er geht super. Die Margit, meine Frau, die sagt zu allem, wir sind da heraus, das ist ein bisschen am Arsch der Welt, das ist ja eine blöde Rederei, nicht? Wenn die Leute sagen, geh bis 20, wo ziehst du denn hin, da aus, am Arsch der Welt, na Deppert, wo ist denn der Arsch, hä? Ja? Nicht da mitten, ne? Sind wir alle gleich gebaut, nicht was? Und ich muss sagen, für mich ist mittlerweile ein Wien der Arsch der Welt. Und ich weiß, von was ich rede, weil ich war am Arsch daheim. 7. Bezirk, Gürtelnähe, ja? Also, da hast du es nicht mehr weit, da bist du noch dran, ne? Aber gekackelt habe ich am 23. Jetzt kannst du dir vorstellen, jeden Tag von 7. um den 23. in die Hocken. Nein, ein Vergnügen, Südostagent, ich brauche ihm was sagen. Wirklich, nein, Horror. Ich muss sagen, ich habe das neue Auto dann wirklich nur deswegen gekauft, weil ich wollte extra was be... Und da hat es was. Das sind so die Sachen, was glaubst du, muss an der Schlange, verdammt nochmal. Das geht den ganzen Tag, ist noch irgend so was. Nicht das Schrauben zu lang, Brille zu dünn, ne? Ja, lachen, ne? Ja, jetzt geht's auch was sagen, ich seh's das ja seitlich, wie sich so von oben in Pantene schrauf hier. Noch einen. Da sollte sich der auch hin, ne? Nein, es ist, da, also da glaub ich, da kriegst du ein Blut aus, den Teppich vor 3 Tagen verlegt, ne?
Aber schnell, schnell, hudri, wudri wieder, ne? So, da, halt schon, und da. Steht. Nein, ich mein nächstes Auto, dann genommen wir extra. Also, wollt was Bequemes haben für den Stau, einfach gerade gesehen, was, ne? Das Beste, Mazda. Topmodell, gesehen, was 6. Ein Wahnsinn, BMW-Killer, preislich auf jeden Fall, ne? Hast die Hälfte, da war ja deppert, ne? Und man sagt, das Auto, da war alle Extras, da geht da nichts so, ne? Alle Fenster straßenseitig zum Beispiel, ne? Airbag, nicht? Wenn du das länger alleine beißt und einen anderen Geschmack hast, ne? Okay. Und bequem, also wirklich super. Mit dem Auto, da stehst du wirklich im Stau, denkst du, Freunde, mir leckt's in den Arsch, ne? Aber wenn du das drehst und am Tag denkst, mir kannst du das auch auswendig, ne? Und bitte, Parkplatz im 7. Bezirk, ja, gibt's keinen, hat's nicht gegeben, wird's auch nicht gegeben. Wenn du ankommst von der Hocken, fahrst du mal eine halbe Stunde im Gras mit der Sputnik, ne? Von der eigenen Haustür, da. Wirklich, ich bin natürlich für das neue Auto mal schon einen Einstellplatz genommen, um 1800 da drüben im 16. Weil ganz einfach. Nein, das ist ja nicht so arg, was habt ihr denn? Das ist nicht so arg. Ich muss ja die Bezirke einzeln gehen, die kannst du ja überspringen, das haben wir ja, ne? Na, über Gürtel 10 Minuten zu Fuß. Na gut, wenn. Ja, wenn es ein Nebel hat, oder wenn es glatt ist im Winter 20 Minuten zu Fuß, nicht? Aber länger nicht. Aber ich muss sagen, die 1800 im Monat, ja, die mir das wirklich wert. Wenn ich heimkomme von der Arbeit und ich weiß, hier wartet mein Parkplatz. Das ist unbezahlbar, sag ich. Ne? Außer ich steht dann einer von der Einfahrt. Ne? Dann jeden Tag! Ja, aber ich will mich gleich anschleppen lassen. Oder ich hab gehupt. Also das längste, was ich mir durchgehabt habe, das waren 5-3 Stunden. Ja? Ja? Aber dann ist er gekommen, die Schwarze Miller. Ne? Ja, ich muss sagen, der wollte dann irrsinnig lieber und mir Starthilfe geben. Also, das ist eh passt. Ne? Irgendwann denkst du einfach, es ist genug, was mache ich da überhaupt noch? Nicht nur außer nach der Haken gleich zisch vom 23. um in die Blaue Lagune. Also, Blaue Lagune, das ist nicht in der Karibik, das klingt nur so. Das ist auch fertig, da hast Park nach der Shopping City Süd, das kennt vielleicht irgendwer vom Vorbeifahren oder so. Nicht? Das, also, man sieht es aber schlecht, weil sie haben sie in einen ehemaligen Bombentrichter eingebaut. Zwischen 17er Bundesstraße und Südautobahn ist so ein Ding, ist es drinnen. Und da sind alle fertig, die Häuser, die es in Österreich am Markt gibt. Und ich muss sagen, schöne Sachen, wirklich wahr. Zum Beispiel das Lieblingshaus von der Margit Wolle, weil das Eleganz Provence Gasitsch. Ja, ich will aber so machen, das heißt sowas, ja. Das geht ja noch, bei anderen heißen da Marie und oder Lisi oder Pumpfi oder irgend sowas, das ist eh da. Nicht? Vor allem, das ist Topmodell von der Serie, ne? Bitte. Wirklich, ein bisschen wie Schönbrunn. Nur natürlich gedrungen und ohne Klarität, nicht? Aber im Prinzip, nicht? Aber schön gemacht. Nicht? Nur, das Häusl kostet 3,8, nicht? Und ich spreche hier von Millionen, nur dass man da jetzt nicht, dass man da, nicht, gell? 3,8 Millionen, ich mein, Schlüssel fertig, ganz klar, aber den zweiten Schlüssel auch dabei, um das Geld, nicht? Ja, aber kauft ist ja gleich, nicht? Dann hast du es die Hit, nicht? Dann hast du es am Hänger oder irgendwo hier, oder was, nicht? Dann fährst du, wo stehst du aus dem Hit, da geht's einmal los, ne? Such dir mal einen Grund rund um Wien, ja? Nicht? So 30 Kilometer außerhalb, dass du sagst, ja, schon am Land, aber da noch kein Gescherter, ne? Na bitte, dann legst du da Grund, Köln, ne? Locker 2 Millionen, Möwen auch noch, sind wir schon auf 6. Und ich spreche noch immer von Millionen, gell? 6 Millionen bitte, ne? Muss ein alter Frau lang dafür stricken, Millionen, ne? Anders hätte man der Schwarzecker sicher nochmal fürs gleiche Geld 3 Master La Vista Bewiesung, nicht? Aber jeder verdient sein Geld anders, ne? Jetzt was gelernt die Oma. Oder Schwane Stricklang genommen, nicht? Das was weitergeht mit dem Putzen, ne? Oh, was willst du machen, bitte? 6 Millionen, wir verdienen das, man der Meier nicht, ne? Kennt man vielleicht namentlich wie Meier. Müsste der Begriff sein. Ein Chauffeur bei uns in der Bude unten ist, ne? Als Kollege. Der verdient keinen Groschen mehr als ich, aber der daheim ist. Das ist unglaublich. Ich meine, ich weiß nicht, wie aber der hat. Ich meine, kein Neues. Ganz klar, ein altes, so ein bisschen, ja, es ist halt so ein, ja, ein altes Bauernhäusl, ein bisschen auf normal wie der Hitler. Ne? Das ist, ich meine, es steckt viel Schweiß drin, ist keine Frage, nicht? Und man, das ist nicht geerbt. Nur das, nicht geerbt, selber. Also, der, wie geht da das Ding? Also, nein, nicht ganz selber. Ich meine, schon eine Kupfer von oben schulden durch den Batsch, ne? Schwimmt er jetzt drin mittlerweile, ne? Mit den Schwimmflügeln. Und die Bank hat ihm schon so aufgestochen, jetzt ehrt er momentan ein bisschen, nicht? Aber, ja, was willst du machen, ne? Anders geht's ja nicht, was willst du machen, nicht? Er ist ein Lustiger, also echt, mit dem ist immer ein Hitz mit mir. Dann kommen auch die ganzen Häuselbauer aus der ganzen Umgebung, kommen bei ihm zusammen, nicht, hucken sie hin, reden ein bisschen über das Betonieren, oder? Ja, eigentlich eh, was Betonieren, das ist das, was am meisten so reden. Und während die dort, nur sind sie im Ende aus den Socken rausbeilen, sind sie meistens schon bei den Würsteln, ne? Ich nehme immer den fertigen Hauskatalog mit, ne? Aber du wieder was platzt. Oho! Aber Schmäh verstehen uns so kein, Mel, aber da haben sie mich gleich geschimpft, der Meier bummst dich. Jetzt war der Typ Schüssel, du Wappel. Was willst du mit deinen Puppendeckel hädeln, bitte? Der Dreck hier.
Und da war so, ich war schon mit raus in der blauen Lagune. Und mir das angeschaut dort, ne? Weil du da ein bisschen an den Wind klopft, ne? Weil ich weiß, ich wollte, was du für Material verwenden. Na, bobst du! Und drei Häuser, wenn der Fuhr noch aufmacht, wer gerade bei ihm hat's gelaufen. Vergiss den Trick. Bei meiner Hitten da weiß ich, da will ich jeden Tier, glaube ich, fünf in den Einkauf. Hilft das aus mir heute. Aber wie gesagt, dann ist nicht gleich mit dem Schmäh. Die Margit lacht zwar nicht so. Ja, es ist ein bisschen modern. Aber, ja, mein Gott. Ja, nein, wir bleiben nicht wirklich lang bei den Grillfeiern. Weil, wenn sie ein bisschen was trinken haben, die ganze Partie, dann sind sie ein bisschen so auf. Irgendwas so auf Ausgreifen halt. Und, ja, armlos an und für sich nicht. Also, man, ja, lieb gemeint, sagen wir so, ne? Also bitte, mir ist noch keiner angegangen, nicht? Nein, wir bleiben aber sonst auch nicht lang, weil wenn wir geschroppen mit haben, nicht? Man weiß, wie die Kinder sind mit 8 Jahren, wenn sie mir sind, dann sind sie lästig, dann sieht ihr auf einmal die ganzen Nachbarskinder nicht. Voll Energie auf die Fäser, stirb du den Gone, fit wie Energie, stirb, fit wie. Ich mein, er hat die Ketchupflasche nicht auf Betäubung gestellt, nicht? Aber es macht trotzdem Flecken auf dem Eis übrigens, nicht? Und wer das Fest in Eichkamp seinen Höhepunkt hat, der Meier speift gerade am Grüller. Uah! Bin ich schon wieder daheim in Wien. Leimund. Am Gürtel, in meiner Wohnung mit der Margit im Bett. Ich meine, wir waren gerade einen Höhepunkt gehabt, ne? Also, ja, ich schaue sie das schon, da machen wir ein bisschen ohne. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Herzi. Na ja, in Eichkram lassen die sicher die Fenster offen in der Nacht, gell? Naja, der Firmste Gößen im Zimmer. Naja, allerweil, also, erst mag ich die mir doch, das war nicht schlecht. Vielleicht sollte man auch schauen, dass man irgendwo einmal so ein altes, kleines Haus kriegen, dass man ein bisschen selber herrichten kann. Also, gib bitte, Herzi, du mit deinen zwei Linken. Du hast schon beim Legerhaus vom Buben zwei Nacht so Probleme gehabt, erinnert dich bitte. Okay, das stimmt, das kann man da alles lernen. Da hol ich mir ein paar Tipps von mir. Ja. Dann machst du von dem ein paar Tipps holst, dann dauert es immer lang, dann sagst du, ah, Alter, zu mir, nicht? Na, okay, entschuldige jetzt, für was holst du mich bitte? Na, das geht schneller, als man glaubt. Nein, ich bin sicher nicht. Na, sicher nicht? Na, aber sicher nicht. Versprochen? Ja, na, versprochen. Pussy? Ja, na, dann ein Pussy. Ja, was ist jetzt? Na, ja, dann was ist, ja. Und weil ich sie so liebe, die Natur, darum machen wir immer so irrsinnig schöne Wanderungen. Den Sonntag gehen wir auf am Hegerberg, das Auto wird gleich unten stehen lassen in Lenkbach, geht seit auch drei Viertelstunde, also das ist auch für einen Buben locker erträglich. Gell, Philipp, es ist für dich erträglich, also komm, marschier jetzt bitte. Da weiter, schau, die Mama ist schon so weit, jetzt geh endlich. Ja, nicht gehen. Papa, und wieso können wir uns eigentlich nicht auf die Hegerberghütte raufbeamen lassen, bitte? Ja, im Buben gefällt das nicht, das Wandern, gell? Man muss mich ein bisschen zwingen, dass es in die frische Luft geht. Das machen wir meistens zwei Watschen, der steht schon im Wienerwald. Gell, also komm, jetzt geh weiter, marschier. Ja, nicht gehen. Du Papa, ich muss aber dringend, Lulu, bitte, bitte. Ja, na dann geh, was? Na, bitte da geh, hinterm Busch, bitte, ne? Oder brauchst du ihm der Spatze halt? Man bist alt genug, oder? Nee, halt die von selber, ist ich angewachsen. Boah, super, ein Schildl. Lulululululul. Voll Energie auf den Blutstrahl. Fitwi, Energie, fitwi. Mama, schau mal, das Schild zeigt schon erste Reaktionen auf meinen Laserstrahl. Wow, du bist grauslich, Herzlich, sag Arme was, oder? Ja, na was? Ja, du bist grauslich, Herzlich, was die Mama sagt, muss man euch zweimal sagen. Ja, geh weg, du kannst nicht normal hinludeln, wie andere Kinder auch erst. Was ist da für ein Schüttel, bitte? Was heißt das? Zu verkaufen? Auskunft, Telefon 0274. Was? 0274? Sag mal, spinnst du? Du hast die Telefonnummer weggebrunst, erst! Was wenn ich da verkaufen mitnehmen wollte? Eierschwammel oder was? Das ist ja unglaublich, wirklich wahr. Das gibt's ja nicht. Bitte, da steht ein Haus. Na, ist das ein Wahnsinn? Das ist vom Wanderweg gar nicht. Das ist so verwachsen mit den Himmeln, das ist ja unglaublich, bitte. Na, ist das lieb? Ich meine, das seht ihr nicht, weil es sitzt leider dahinter, gell? Aber das ist ein Wahnsinn. Na, so süß. Ich meine, ja, ein bisschen was gehört vielleicht gemacht dran, nicht? Ich meine, Pickel gibt keins mehr, nicht? Aber es ist nicht schlecht. Hinterholz Nummer 8, das geht alles so zu gestehen, meine ich, gell? Oh, das ist ein Wahnsinn. Boah, da hinten, bitte schaut, du siehst da oben am Bach. Ich meine, du musst noch wegräumen, da den Dreck und das, aber bitte, das ist ein Traum. Da kannst du Frühstück machen im Freien, bitte. Kein Auto hörst mir vorher, nichts mehr die Vögel zwitschern. Also, das war genau das Leben, was ich mir vorstelle. Also, das ist eine Lebensqualität, nehme ich. Du kannst. Das ist mir einer, da hörst.
Hey, Master! Hey, bremst du mal? Sag mal, Freundal, eine Frage noch, ist es da ein Wanderweg oder ist es ein Moped-Teststrecken? Ich glaub, das ist so eindeutig, nicht? Na, den musst du zusammenscheißen, nicht? Das geht ja nicht anders. Ich schau dir vor, den lässt einmal bei deinem Haus vorbeifahren, ja? Der fährt da jeden Tag zu Fleiß bei deinem Häusl vorbei, nicht? Ist ja so. Gut, jetzt kann einer kommen und sagen, ja, das ist noch gar nicht dein Haus. Weiß ich schon. Aber es wird's werden, oder? Hä? Na, schon, oder? Sicher wird's, sonst hast du das Programm ja anders, nicht? Ist ja logisch, nicht? Die Frage ist nur, wem gehört die Hütte, nicht? Darum haben wir gleich mal am Montag einen Urlaubstag genommen, bin aufs Gemeindeamt gegangen, weil die braucht ja nur im Grundbuch nachschauen, nicht? Guten Tag. Grüß Gott, Moment, sehr, bitte sehr. Komm gleich, Moment, doch. Du, jetzt ist gerade einer gekommen, jo. Ich glaube, das ist ein Werner, Ja, werden schon los, jo. Komm gleich. Du brauchst du noch was von der Pille? Nein, ist mir recht. Ja, ist gut. Nein, ich sag nichts, kannst du verlassen. Grüß dich, viel gut, Papa. Jo. So, bitte sehr, um was geht's denn? Na, jo, tschüss, das ist so knapp, da jetzt von der Mittagspause nicht reinplatze. Ich weiß eh, es ist so, mein Name ist Gritschall. Dr. Gritschall. Ja, pssst, das ist ein kleiner Dreh. Ja, am Land, da zieht das noch nicht. Jesus, Herr Doktor, Entschuldigung. Was haben Sie nichts gesagt? Jetzt habe ich noch gar nicht gekannt, ohne weißen Mantel. Entschuldigung, bitte. Hoch, der nächste, kommen Sie. Stehen Sie wieder auf, die nächste. Eine Frage. Da gibt's, wenn Sie da gegen den Wanderweg auf Richtung Hegerberg, da kommt so ein kleines Häusl. Jesus, ich meine, das Häusl von der alten Kanzlerin. Sagen Sie, steht das überhaupt noch? Oh mein Gott, nein. Wissen Sie, das gehört nicht mit dem Herrn Kandler. Ja, passen Sie auf. Wieso, was wollen Sie überhaupt? Was wollen Sie wissen? Na ja, ich denke mir nur vielleicht, weil es zu verkaufen, da liegt der Schüttel. Ach so, der hat das, der wollte das nicht, oder? Da selber möchte ich da vielleicht nicht sagen, aber reden Sie doch selber mit dem Herrn, ja? Der sitzt nämlich gerade beim Mittagstisch, gell? Das ist das Gasthaus gleich nach der Feier, das können Sie nicht übersehen. Reden Sie mit dem Herrn, das ist ein ganz netter Mensch, wissen Sie, wirklich, war ein ganz lieber Kerl. Ist nämlich der Obmann vom Ortsverschönerungsfreien, also der wird Ihnen da sicher Auskunft geben, der hat ihm gehört das Häuseln im Jahr, gell? Wissen Sie, ja, na gut, dann danke Sie auf jeden Fall. Und lieb, dass Sie ihn da noch, ja, gern geschehen, Herr Doktor, wiederschauen, grüß Ihnen, gell? So. Da ist da die Feuerwehr, dann müsste das normal das Wirtshaus sein, ne? Aber, wo ist ein Salon? Jetzt sind wir schon so weit im Westen, erst. Ja, noch ein Lenkbuch musst du aufpassen, Salons gibt's ja nicht, erst. Na Moment, Mancho Dancho, Salon. Grüße, Mahlzeit, Herrschaften, habe die Ehre, grüße, na, Tag. Grüße, ja, ich komme aus Wien und ich suche... Was haben Sie denn? Spielen Sie noch weiter, was ist denn? Lassen Sie nicht von mir abhalten. Spielen Sie ruhig. Ist es. Was habt ihr denn? Ich bin eigentlich gebürtiger Wiener Neustädter, also ich gehöre zu euch. Was habt ihr denn? Herr Wirt, entschuldigen Sie kurz eine Frage. Ich suche einen gewissen Herrn Kandler, ne? Der Kandler wollte schon auf dich. Doc! Hinten im Extrazimmer. Ah! Da ist er, der Herr Kandler. 16? Ja, dann hab ich schon aus, hm? Na? 60 Jahre an Bord. 60 Jahre an Bord, ja, dann bist du noch dran, ja. Er ist 42, hat kein Bord, hat ein Glotzen, hat 420 Kilo. Bei 1,58, also ich bin 2 Öltanks, nicht? Im Blut so aufblasen auf 8 Tü. Rot im Gesicht, nicht nur vom Blutdruck, auch vom kleinen Gulasch, was er vorher gefressen hat. Ich meine, das muss man sich vorstellen, ist der Obmann von der Ortsverschönerung, ne? Wie schauen die anderen aus? Hm? Hm. Ja. Sind wir nicht ungerecht? Da geht es nicht um Sympathie. Da geht es ums beinharte Business. So ist es einmal, nicht? Wichtig ist, dass ich nicht zu viel Interesse an der Hütte zeige. Ich lasse mich ein bisschen zappeln, bis er wach ist. Und dann, zack, geht er nur so, ne? Guten Tag, Herr Kandler, grüß Gott heißt es bei uns, nicht? Scheiße, schon der erste Fehler. Grüß Gott heißt es bei uns, nicht? Na, Katholik. Hätte man auch denken können, nicht bei der Optik. Ich meine, der weiß, was ein Bischof schuldig ist, nicht? Oh ja, guck her, ja. Oh ja, guck dir mal nieder. Wo soll er gezahlt haben, als du wusstest? Na, Moment, Alter, dann möchte ich gleich mal. Ein Irrtum aus der Welt schaffen, ist nämlich so, ich bin nämlich überhaupt kein Arzt. Gut, kein Doktor oder was?
Oh ja schon, na klar, nein, ich bin doch kein Mediziner, ich bin ein Doktor, was gibt's so? Doktor von der Philosophie und der Botanik, das ist ein Zweigfach von der Medizin. Ach so, ja, da ist ich, und er muss es angeben, nicht, oder? Ist aber kein richtiger Doktor, was? Komm weg, Leute, was? Also her. Gritschall ist mein Name. Gritschall. Bist du aber schon Österreicher, gell? Oder du, dass man da von vornherein, dass man so ein Ding will, dass man gleich wissen muss, man da nicht mal so. Weil das kann der Kapitän wirklich sehen, nicht? Gut, Herr Kandler, bevor es noch lustiger wird. Mir ist da zu Ohren gekommen, Sie wollen ein Haus verkaufen, ein Blödsinn, wo es mir ein Rettel, das ist ein gutes Verkaufen, wir verkaufen nichts. Oh ja, sicher, kommen Sie, Sie haben das Schüttelt da links, das Abruf, also, das Schüttel ist Ihr Telefonnummer an. Also, das Schüttel! Das ist ein jetzt haben wir das da alle überlegt. Ja, darf das, weiß ich, das darf man, das Schüttel erst. Leute, ich zahle dann, gell? Nein, nicht, Herr Kandler, jetzt muss ich zahlen, jetzt reden wir noch, bitte. Schauen Sie jetzt. Ich hätte schon gern das Haus, vielleicht können wir da irgendwie. Ich meine, für meine Familie, wissen Sie, ich wohne da mitten am Gürtel und bitte. Ich muss Ihnen wirklich sagen, also die Lage, ich sage Ihnen, das ist in ein paar Jahren unbezahlbar, wirklich wahr. Ich meine, also ich rede jetzt nicht von finanziellen Sachen, ich meine einfach, Sie wissen das nicht zu schätzen, aber mir war das schon bitte. Kennt man nicht da irgendwie, ich meine, schauen Sie, die Gegend ist so lieb da und die Leute sind alle irrsinnig nett und Sie selber erkannt, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, Sie sind auch irrsinnig. Also, ja, warum nicht? Wirklich, so auf den ersten Blick haben wir gedacht, siehst du, der ist mir irrsinnig. Ja, das sind wir wirklich sehr. Was ist so schwer? Das sind wir irrsinnig sympathisch. Und jetzt hab ich's verschissen, nicht? Was willst du machen? Ja, der glaubt sicher, wir werden verarschen, nicht? Mein Ass hat keinen Spiegel da, nicht? So, ja, sympathisch, na ja, sicher, was dem. Da eine Uhrzeit, da andere Uhrzeit, nicht, muss ich gar nicht fliegt, da geh oder was, nicht? Bitte, der hat keinen Spiegel daheim, nicht? Super gut, nicht? Was hat der Tore, da haben wir nicht lang um? Machen wir gleich Nägel mit Kopf, was? Was hast du denn so furchtst du preislich gehabt? Na gut, preislich war ich noch gar nicht, weil, aber, ja, sag einmal, eine Größenordnung von so 300.000. Aber ich sag's Ihnen gleich im Vorhinein, mehr als 400.000 zahle ich mir sicher nicht. Vielleicht, dass wir es dazwischen irgendwo da. Nein, aber da darf man nicht dazwischen umguckeln, gell? Machen wir gleich 400.000, weil so alte Pappen müssen, so hattest du ja auch für einen Doktor. Was? Gut, sagen wir, gut gegangen. Ich gehöre dir, gratuliere, gell? Ja, danke, so lieb. Dankeschön. Es ist jetzt fix. Gut, ich hab fette Hände, gebe ich zu. Über Haus. Na, super, die Frage ist nur, wer zahlt? Na, kein Problem, wir werden laufen. Am Bausparer. Vertragssumme 440.000 Schilling. Brauche ich was sagen? Höchstsumme. Wir haben einzeln wie die Deppen, bitte. Ja, wirklich. Also, ich hab alle ausgenutzt. Also, jetzt familienmäßig, Kind, alles haben wir reingehauen. Nicht? Hund ist nicht gegangen, aber na, wirklich, es ist. Na klar, wann schon, dann schon, dann nicht lang um. Gell? So, schauen wir mal. Zählen wir zusammen, 440.000 plus Kontostand. Minus 428.000 plus die Ersparnisse von der Margit. 428.000. Nein, aber es wird schon nicht weniger, muss man so sehen, gell? Plus meine kleine Nichte. Nein, die kann ich nicht verkaufen, das weiß ich schon. Geht mir nicht viel dafür. Aber die hat da vor im Herbst anfangen zu studieren in Wien. Die wohnt ja noch bei den Eltern da oben im Weinviertel. Ja, ich denke mal, die sucht sich eine kleine Wohnung. Ne? Zentrale Lage, Uninähe, Gürtel. Das druck ich schon ein als ein Ring. Ne? Nein, ich mein, sie will Psychologie studieren, nicht Geografie, so die kennt sie nicht so aus. Gell? Das geht schon. Plus, da sind wir weg für die Wohnung. Investorblöse, 80er. Ha? 100? 100, nehmen wir, dafür lasse ich einen Eischock drin, nicht? Nein, das ist super, man 20 am Kühlschrank, nicht? Was willst du, nicht? Ich meine, nein, 100 ist wirklich nicht viel. Also, ich meine, fürs Mal schon, aber. Aber für uns ist es wirklich nicht arg, nicht? Also, so, plus 100.000 sind 528.000 Schilling. Na, wird schon plus. Gut, das wird jetzt zwar nicht machen, aber der Knäste ist eh nicht da. Na, Moment einmal, Herzi. Ich glaube, wir haben aber schon immer darüber gesprochen, das Premium-Sparbuch von Philipp bringen wir nicht an, oder? Hm? Haben wir gesagt, oder? Ich glaube schon, oder nicht?
Ich meine, hast du ja selbst immer mal gesagt, das ist sein Startkapital, seine Eintrittskarte fürs Leben. Ich meine, das waren deine Worte, denke ich, oder nicht? Schon, glaub schon. Was heißt was? Eintrittskarte fürs Leben? So was Geschwollenes habe ich sicher nicht gesagt. Was heißt Eintrittskarte? Ich meine, was? Ja, da kennt einmal, wem kriegt eine Freikarte und wir sind die aufgehauen, nicht? Was willst du machen, nicht? Ja, geh. Ich glaube, wir können das selber entscheiden lassen, den Buben, oder? Denke ich schon. Glaubst du nicht? Ich glaube schon, er ist alt genug. Schon, gell? Philippi, kommst du kurz zur Mutti, bist du lieb? Kommst du? Komm her, nein, nur kurz, komm. Philippi, schau, es ist so. Der Papa und ich, na geh. Was hast du schon? Hast du Joko im Gesicht? Oder was? Philippi, schau. Der Papa und ich, wir haben da was ganz, ganz Großes vor. Und jetzt wollte man dich einfach einmal fragen. Ja, danke, du Hurde. Ich werde es dem Rat der Föderation vortragen. Ende. Bitte, plus Bremen-Sparbuch Philipp. So, der lässt sich auch ins Gesicht schlatzen. Ne? So, plus, sagen wir mal, 550.000. Wird schon. Plus, also nein, jetzt müssen wir Minus haben wir auch. Weil den Kaufpreis muss man irgendwie. Na gut, Minus sind 400.000, habe ich nicht runtergehandelt. Sind 150.000 Schilling. Na bitte, für Grunderwerbsteuer, Hausrenovierung, Gartengestaltung, Inneneinrichtung, Wintergarten, Whirlpool. Ja, nein, ich will einen Schopron einkaufen, nicht? Herr Gritschel, ich glaube, in der Richtung haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Wie Sie ja sicher wissen, ist der Bausparer noch nicht ganz reif. Wir werden aber da sicher mit einer kleinen Zwischenfinanzierung ein bisschen über die Sprünge helfen. Also in der Richtung, glaube ich, da habe ich schon mit dem Filialleiter, da brauchen wir uns keine Gedanken machen, Herr Gritschel. Entschuldigung. Ich habe das schon für Sie alles jetzt im Computer vorbereitet, Herr Gritschel. Kämen wir jetzt in etwa, nur dass wir uns vielleicht einmal noch vorher vergewissern, was ich mir erinnern kann, haben Sie mir gesagt, jetzt Ihre monatlichen Fixkosten berücksichtigend, dass Sie in etwa so um die 9.000 Schilling für die Rückzahlungsrate zusammenkratzen, also wenn ich das in der Richtung so sagen darf, könnten, gell? Ja, Herr Gritschel, will ich vielleicht sagen, rechnen wir gleich mal mit 10.000 Schilling, ne? Hat das Ganze ein bisschen ein Gesicht und der Computer tut es auch viel leichter, gell? So, Herr Gritschel, kämen wir da jetzt in etwa bei einer Laufzeit von 15 Jahren auf eine Darlehenshöhe von 840.000 Schilling in etwa. Ich glaube, da kann man sich wieder ein bisschen rühren, nicht? In der eine oder die andere Richtung halt, nicht? Je nachdem, wo man da nicht hintendiert, aber das können Sie sich gerne für sich selber aussuchen in der Richtung. Entschuldigung, Herr Gritschel, ich möchte dann vielleicht gleich eines fairerweise dazu sagen. Sie wissen ja, am Anfang kommen Nebenkosten dazu, mit denen rechnet man vielleicht nicht so. Das heißt, wir schon. Sie nicht. Darum sage ich Ihnen auch, das ist einfach unsere Form von Kundenservice. Herr Gritschel, Sie wissen, Haus gehört dazu, was ich Grunderwerbsteuer kommt, dann kommt Gemeindeabgaben, es kommt Notarkosten, das sind halt so Kleinigkeiten. Dann, wir müssen leider auch so eine kleine Bearbeitungsgebühr, das ist nicht so ein paar tausend Schilling, aber wenn wir doch eine Schreiberei auch haben, Sie wissen, was eine coole kostet, gell, in der Richtung. Dann eine Lebensversicherung sollte man auf jeden Fall machen, nicht, man weiß ich nicht, man wünscht sich keiner, aber irgendwie nicht falls einmal, nicht dann wollen wir uns eigentlich absichern in der Richtung. Entschuldigung. Herr Gritschel, ich habe das aber eh schon für Sie alles vorbereitet. Wir rechnen dann nämlich immer 15% dazu. Das ist einfach unser Kundenservice, da brauchen Sie sich gar keine Gedanken machen. Gell? Herr Gritschel, kämen wir in etwa auf eine monatliche Rückzahlungsrate von 11.700? Ich glaube, da sind wir eh ganz in Ihrer Richtung. Gell? Herr Gritschel, fein. Herr Gritschel, Entschuldigung, ich möchte Ihnen vielleicht nur gleich noch eines sagen, wir sollten auf jeden Fall bei der Landesregierung um einen Alterssicherungskredit ansuchen, nicht? In der Richtung, Sie wissen, es ist ein billiges Geld, da waren wir blöd, wenn wir es nicht täten, ne? Wirklich war 20 Jahre Laufzeit, halbjährlich zum Zug zahlen. Herr Gritschel, das brauchen Sie monatlich gar nicht dazu, also, nicht? Also in der Richtung, glaube ich, gell? Ja, bitte, wenn Sie wollen, Sie können schon gerne mal ins Unterschreiben anfangen, und natürlich, bitte sehr, fangen Sie an, ach, kommen Sie, Herr Gritschel, kommen Sie, nehmen Sie doch meinen, nicht? Bitte, ernst, ne? Der ist größer, da ist mehr drin, gell? So, danke, Herr Gritschel. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Herzchen. Also, das ist wirklich ein netter Mensch, der von der Bank. Also, wirklich war so ein netter Kerl. So freundlich, immer Krawattennummer. Also, wirklich ein netter Mensch. Wirklich war. Ja, aber trotzdem, Herzchen, ich weiß, ich hab kein gutes Gefühl dabei. Das ist so ein Kredit, das ist so eine Sache. Ich mein, was ist, wann was ist? Nicht, na geh, was heißt, was ist, wann was ist? Na ja, es braucht ja nur mehr was sein, nicht? Ja, was soll sein, bitte? Ja, Herzli, was ist, wenn dir was passiert? Ne? Dann steh ich allein mit Philipp da. Ne? Ja, was, wenn mir was passiert, stehst du sowieso allein mit Philipp da. Ne? So nichts mit Kredit, dann ist eine Milchmädchenrechnung. Ne? Aber bitte,
Ich muss sagen, der Herr von der Bank hat schon recht, wenn er sagt, dass ein Kredit heutzutage nichts anderes mehr ist als eine Sparform. Ne? Bei dem hat dieser Sport schon ein bisschen früher rausgekriegt, ne? Und nicht erst in 20 Jahren. Weil mit 50 mag ich nicht mehr ins Bauen anfangen. Ne? Ja, wahrscheinlich ja. Ja, du hast eh recht. Ja, es ist nur alles so schnell gegangen auf einmal, gell? Na ja, aber dafür geht's ab jetzt langsam, ne? Obwohl, vertrödeln dürfen wir sie nicht. Weil in zwei Monaten steht er nicht mehr vor der Tür, die Nichte. Das haben wir uns ausgemacht mit ihr. Und die hat uns womöglich dann aus der Wohnung, nicht? Nein, aber keine Gefahr. Wir haben schon den ersten Arbeitseinsatz heute, gell? Draußen hinter uns, freu mich schon richtig. Komm, Margit, Philipp, Werkzeug zusammenpacken, rucki zucki, wir fahren aufs Land. Na geht da zwei, da viel zum Drogen ist ja nicht, ne? Nein, ist wirklich nicht viel. Weil meine Werkzeugausstattung besteht aus 3 blauen Blockklemmen, einer Laubsäge von meiner Firma, einem Schraubendreher-Set vom Weltsparwerk 1985 und einem 0,4 Gramm Hammer, den verwendet Margit momentan noch in der Kugel zum Linsenbanieren. Ne? Ich weiß, das ist jetzt viel, das ist einmal so eine kleine Grundausstattung, sagen wir so. Ist mir bewusst, aber darum habe ich mir auch gleich einmal 1500 Schilling von meinem Kapital, also für wirklich gutes Werkzeug auf Zeiten gelegt. Nicht? Weil bei Werkzeug soll es nicht sparen, das riecht sich im Nachhinein nur bitterlich. Und gut, das muss ich mir nicht gleich kaufen, na wurscht, was? Und das pucke ich mir aus, der Mai hat das eh schon angeboten. Klar, du Wappler. Komm, nimm gleich mal mit, da. Scheibdrucken, Schafe, Krampen, Lade, bitte. Wir freuen den Trick nicht mehr sich da bei mir. Nicht? Jetzt Wappler, was du jetzt anfängst. So, da mein Trick aus, wir nehmen aus der Hütte, gell? Schön sauber machen, in Gott, dass sie alles der Alte machen. Nicht? Besonders sind sie nicht steppert, ne? Ja, komm, halt doch du die Pappen, hat er mir gefragt, erst. Hey, du weißt ja, bitte melde jetzt im Schüssel, vergiss sie. Die Zahn gehört den ganzen Tag, ja, komm, gib mir Ruhe, geh in die Kugel, kannst mir doch die Kassel drüber huschen, wo der Vater ist. So, Wahnsinn, der kannst du alles anschaffen, ne? Jetzt, Wabla, komm, nimm mit, du, jetzt lade er. Aber erst, sag dir eins, ich buch dir das, aber pass mir du ja auf, mein Werkzeug an, ja? Mein Werkzeug ist mir nicht mehr höllig. Klar, pass ich auf. Was glaubt ihr, dass ich schnell renne mit der Scheibdruck und sie reibt an? Nein, soll ich mal sagen. Nein, wirklich. Ich muss sagen, bei fremden Sachen bin ich sowas von vorsichtig. Ich hab den Kranken von Meier derartig liebevoll hinten reingegeben in mein Gesicht, dass ich mir gleich die Innenbeleuchtung zusammengehauen hab. Ne? Aber wurscht, wo gekoppelt wird, da fliegen die Innenbeleuchtungen runter, gell? Und um die 1500 Schilling, um mein Werkzeugbudget, habe ich mir noch etwas geleistet. Na? Dressed to work. Aber nicht nur für mich, für die ganze Familie, nicht? Wir schauen jetzt alles aus. So schnell geht's von Lagerfeld zu Lagerhaus, gell? Es ist sogar dann ein bisschen, ist noch was überblieben von dem, von den 1500er von meinem Werkzeugbudget. Und da habe ich mir gleich noch was gekauft, bevor mir die paar nicht Chance geben lasse, gell? Habe ich mir geleistet 3 Sicherungen. Ne? Das ist eine Sicherung, was ist denn schlecht an einer Sicherung? Ne? Ja, na was, mir ist nichts anderes eingefallen, nicht was ich. Also, ich bin nicht schlecht, was ich hab, das habe ich, gell? So, Margit, bist du lieb, fangst du mich an. Du musst einmal im Garten vielleicht ein bisschen zusammenräumen, dass du einmal die Scheibung nimmst und den Dreck und das alles. Ich glaube, das ist eh das, was dir an für sich liegen tut. Gell? Okay. Und du, Philipp, stör nicht. Ja? Nein, ich muss sagen, die waren beide brav. Die Margit hat den ganzen Tag gebuddelt im Garten. Ja? Also wirklich löblich. Ja? Hat sogar einen Elektrokocher mitgenommen aus Wien, hat einen Nescafé gemacht, noch ein eigenes Rezept. Und der Philipp, ja? Der Philipp, der Bub, hat sich den ganzen Tag still alleine im Garten beschäftigt. Mit seinen 3 Klingonen. Ich weiß nicht, hat er Bauern geschnupst mit denen oder was? Ich weiß es nicht. Ist mir wurscht. Hauptsache, ich hab meine Ruhe. Weil wir sind nämlich gerade in der wichtigsten Phase, Freunde. In der Planung. Weil, da fängst du an, mein Häuselbau. Nicht schnell, hudri wudri, da noch gleich an. Da darf man was anstreichen. Nein, 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 nein. Ich muss zuerst einmal wissen, ja, was will ich denn überhaupt? Hab ich nicht gewusst. Drum hab ich mir eine Zeitschrift gekauft. Und zwar, da gibt's eine Zeitschrift, die heißt irgendwas da mit Wohnen. Mit Wohnen, irgendwo, wie gibt's das? Wir wohnen schon schön, Sie noch nicht, Edge oder so, ne? Und das schlagst du auf, das Heftl, und dann... Ist ein bisschen wie ein Porno-Heftl, ne? Sind nämlich genau die Sachen drin, die du sicher nicht daheim haben wirst. Ne?
Moment, Entschuldige. Hey, hallo, hey, Master, hey, Bremse! Komm, hey, was ist? Die letzte Verwarnung, hey, das soll das Vergiertlum, du feige Sau, das Gegner! Oder du? Schlag dich, verschwind! Verschwind, guck! Ja, Wahnsinn, ne? Ich hätte doch... Willst du was sein, wenn du von der Ecke mal herschwammen lässt, Bremse, oder was? Nicht böse, ja, ich war auch mal jung, ja. Aber so jung war ich nie, wirklich. So, das Heftel habe ich gleich mit Tonic gehabt, nicht, weil es ja oft so deppert. Was brauche ich ein Heftel, damit ich weiß, was ich will zum Wohnen, nicht? Weil es ja oft wirklich verblödet. Weiß doch jeder normale Mensch, was brauche ich denn zum Wohnen, ne? Eine Kuchel. Ein Häusl zur Nachbearbeitung. Schlafzimmer. Ein Kinderzimmer, ein Wohnzimmer, ein Boot für den Samstag. Ein Fuhrzimmer, so als Verteilerstecker und als Schlapfengarage, damit sie in einen anderen Kurven überhaupt da reinkommt, nicht? Dann ein Esszimmer. Gut, Esszimmer muss jetzt sein. Schmecken tut es mir überall, da bin ich nicht hagelig. Nein, ich mache ein Picknick, also wenn es sein muss, gell? Wirklich. Aber im Keller unten möchte man machen, und das war eigentlich immer ein bisschen so ein Trauma von mir, so eine Art Freizeitraum oder ja, Hobbyraum, jetzt ganz egal, wie wir es nennen wollen, einfach so mein Bereich. Vielleicht, dass man mal ein paar Fitnessgeräte runterstellen oder Motoreisenbahn, je nachdem, wie ich halt nachher noch gesundheitlich benannt bin. Aber was auf jeden Fall in meinen Keller runterkommt, ist natürlich die Sauna. Ja, auf das stehen wir schon. Also das ist wirklich, am Wochenende war es kalt draußen, haben wir kommen runter, ein Schweizer Lauf, ein Bier trinken, was einschneiden und wieder runter, ein Schweizer. Also wirklich, das ist, nein, soll man so in den Körper geben, was er braucht, sage ich, gell? Freu mich jetzt schon. Okay, na egal, so weit bin ich noch nicht. Schauen wir mal, was habe ich überhaupt alles? Keinen Keller! Ja, wo ist die Schweiz mal woanders, ne? Zum Beispiel der Rauchküche, die gibt's ja da noch nicht. Da nehme ich so einen Speis und dann vorne von Eingang, wenn du reinkommst, ist so ein Holzverschlag, das ist so ein windfangartiges mit irrsinnig interessante architektonische Lösung, so mit Wellblech und Kunststoff. Ich habe sogar eine alte Renault, die ist da eingebaut. Aber es, nein, es ist irrsinnig. Ja, ein bisschen 100 wassermäßig, also alles zusammengemischt halt, ne? Alles wurscht, das reißt ja sowieso weg. Und dann kommst du rein über die Halle, über diese schlauchförmige Halle, komm ich rein in den Wohnbereich heutigen, man muss sich nur duck, weil die Tieren sind relativ voll, sag, ja, nein, ist klar, weil bei meiner Kreis, ne? Das dürfte mal eine Pigmentsiedlung gewesen sein oder sowas, ich weiß es nicht, aber dann kommst du in den Wohn, in das Wohn, Loch da, wo sie da. Gut, das schauen wir später an. Aber hinten aus, wenn Schweinestall und der ist noch wirklich Picobello benannt. Dann fuhren vor der Tür wunderbar im Wintergarten. Ich meine, jetzt nicht, im Dezember dann wieder. Und auch wieder sehr interessante architektonische Lösung. Im Wintergarten integriertes Blumsklo. Das muss eine, das ist ein Blödsinn. Nein, das muss auf jeden Fall, das muss irgendwie. Da käme ich nicht aus mit den Installationen, da muss ich ein bisschen im Meier fragen, weil das muss irgendwie. Ich meine, im Bagger müssen wir das einschieben oder so, ich weiß es nicht, das gehört rein. Ne? Jetzt aber das mit Köhler hunzt mich jetzt schon, verdammt nochmal. Aber auch wurscht, gell? Der Trend geht sowieso zu Dachbodenausbauten, ne? Ist ja so. Und ich muss sagen, also mein Dachboden, ja, ne? Das geht. Nein, man kann was machen draus, ne? Ist gut, da ist ein Balken, ne? Aber. Aber er ist super. Läuft fit, weil er ist nicht höher. Ja, obwohl kein einziges Fenster drin ist, ne? Achso. Da hinten sind keine Dachziegeln um, ne? Na, wurscht. Ich glaube, ich muss anders anfangen. Ich muss einmal schauen, was kann ich überhaupt von Altbestand so los, wie es ist. Und was muss ich erneuern? Was muss ich erneuern? Fensterscheiben waren nicht schlecht. Was brauche ich da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fensterscheiben, na gut, das ist 9 Fensterscheiben, Philipp! Sag mal bitte, gib's so eine Schaufel, wie geht das, ha? Das kann ich noch mehr, das gehört uns nicht, bitte. Ja, ne, hab's ja nicht absichtlich gemacht. Papa, da ist Urfahrt am Land, bleiben wir da länger? Kirk an Enterprise, bitte kommen. Ja, bitte, das ist Urfahrt. Geh, seid ihr lieb, könnt ihr mich rauf? Ja! Papa! Ich hab mich voll in der Wand
Heiligen Zicki-Fitzi-Gipfi-Zipfi-Zipfi! Ah! Sag mal, viel lieb, kannst du einmal normal spielen wie andere Kinder auch? Geht das vielleicht, bitte? Herz lieb, du, mir ist die Kochplatten abgeschlossen. Haben wir einen kurzen? Na? Hab ich einen Riecher gehabt? Mit meinen drei Sicherungen, hä? Aber ist aber blöd kudern. Spezialisten, ne? Sicherung eine Pop! Es wäre ja Licht, braucht man keinen Film mehr dran, ne? Also bitte. So, wie darf man tapezieren? Raufaser, glaube ich, schief. Also vom Muster her gefällt es mir sehr gut. Es ist na, relativ neutral und so. Ich glaube, die wehnt gut ein bisschen Osche. Ja! Hat's was? Herzlich, du, wir haben schon wieder kurz. Ja, da warst du weggelegt, oder? Gehört nicht, ne? Das ist ein Blödsinn. Das wird nicht sein. Komm ich mal nicht aus, da weiß ich jetzt nicht, da muss ich mehr anrufen, weil da weiß ich jetzt echt nicht, was das ist. Das ist komisch. Ah, ist ein T-Telefon, ne? War der erste in Österreich, der uns gehabt hat. Aber auch noch 39.000 Schilling bezahlt dafür. Naja, wer stört? Sieh was du, Wabler, was gibt's? Nein, du hast mich da aufgeweckt. Nein, ja, das sehe ich ja nicht. Na. Weißt du, ich bin nicht mehr im Bett, ich bin schon bei Edel, ja. Na, warte, wir gehen beim Feuerwehrigen und ich bin im Kirchen, na, war Wahnsinn. Blut und fette ganze Partie, oh, war ein Stuhl, ey, oh, Wahnsinn. Warte, komm halt doch, du, die Pappen, bitte. Ob ich daneben hörst? Ja, weil jetzt im Schüssel, dieser Mann. Ja, dem Herrn kannst du auch wieder mit drüber huschen, wo der Vater ist, ja? Dann kannst du sowieso mal schaffen. Was gibt's, Wappler? Was? Was hast du gelegt, das hieß, ich weiß, das Schlechte. Weil du so auf ins Kabin da warst. Da sieh ich einen fechten Mann und das Leiter, das ist ja normal. Nein, du brauchst nichts antun. Da kauft ein Wasser, fällt sich Tapeten, es ist isoliert gegen den Strom, ja? Gut? Nein, erst nicht bin ich isoliert, Bandel tapezieren, da brauchst du viel Ruhe. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Herzi. Na, das macht Spaß, an der frischen Luft ein bisschen herumwerken und so, gell? Oh, ich weiß nicht. Bloß mir auf die Hände, Kreis tut mir weh. Und die Füße gehen mir bei den Schulterblallen aus, gell? Na ja, schau mal, dann müssen wir uns jetzt vielleicht einmal ein halbes Jahr ein bisschen reinigen. Aber dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus, gell? Und jetzt nicht die Welt, auch mir. Na geht's, sei nicht immer gleich so realistisch erst, ne? Sagt, Herzlich, glaubst du, wäre es vielleicht doch gescheiter, dass man vielleicht einmal in Wille anruft? Na, in Wille werden wir sicher nicht anrufen. Ich glaube, das haben wir schon besprochen, oder? Den brauche ich nicht. Geh bitte, ich mein, schau, wenn wir schon einen Baumeister bei uns in der Familie haben, nicht bei uns in der Familie. Das ist deine Familie. Das ist dein Schwager. Sagen wir da ein bisschen genauer. Ha? Na geh, du spinnst. Nein, ich spinne nicht, aber der Wille wird meine Baustelle nicht betreten. Und damit Punktum. Ja, na gut, du weißt eh immer alles besser, ne? Aber du wirst nicht glauben, dass wir es so schaffen, dass wir in 4 Wochen in Hinterholz einziehen, bitte. Das ist doch lächerlich, ne? Und die nicht hat schon gefragt, was jetzt ist mit der Wohnung. Jetzt, was die Ablöse schon gezahlt hat, ne? Weil die Uni fängt Arbeit an, hat sie gesagt. Ja, was die Uni, was ist die lästig auf einmal? Muss die von Anfang an mich studieren? Meine, in der ersten Woche werden die Schulbücher verteilt, oder? Gut, ich muss zugeben, mein Leben hat sich jetzt ein bisschen geändert. Freizeit kenne ich immer, brauche ich nicht. Was brauche ich Freizeit bitte? Über ein Haus. Das ist was Bleibendes. Freizeit vergeht, ne? Aber ich habe eine Gleitzeit und das ist leider nicht der Firma bei uns. Aber nicht zum spät kommen wir mit den anderen Bahnen. Zum Früh kommen. Ja? Jeden Tag um 6:30 sitze ich in der Bude. Sind die Häuselbahn unter sich bis 9:00. Ja? Mittagspause mache ich keine mehr, wird alles eingearbeitet, klar. Außerdem habe ich gar keinen Appetit, wenn ich da nicht mehr so irgendwas so Geschwiedel oder was da. Na, aber das ist wurscht, das lassen wir dann nach dem Tagstil machen, das geht dann nicht an. Ne? Bitte, und um 15 Uhr sitze ich schon wieder im Xenos. Westwärts. Wuff. Na, stimmt jetzt einmal nordwärts.
im Stau nach Fritzdorf. Weiter haben die Schwiegereltern haben so ein kleines Schrebergartenhäusl dort. Ja, 17 Quadratmeter, dafür 58 Gartenzweig. Wurscht. Nein, jeder nach seiner Fasson. Aber wir liefern ihm an. In Philipp. Es ist für alle Beteiligten besser. Außer für die Schwiegereltern, aber einer muss die gerade fressen, was willst du machen, nicht? Und ich muss sagen, der kleine Umweg, der Fritzdorf ist gar nicht so hoch, da fahre ich hinten raus über Tulln. Ja, nein, Lenkbach. Mit den 5 bin ich auch locker draußen in Hinterholz. Und wenig Verkehr ist. Also halber 7 Uhr, alle mal. Ne? Und bitte, jeden Tag von 18.30 Uhr bis um 23 Uhr wird durchgekackelt. Täglich. Außer es lernt sich früher wegen der Wand. Nicht? Dann, da müssen wir aber da. Ist finster, da sehen wir nichts mehr, dann hören wir ein bisschen früher auf. Nicht? Blöd, weil ich habe jetzt keine Sicherung beim Haus. Obwohl ich eh zweimal in der Woche zum Baumarkt fahre. Ne? Immer Freitag und Montag. Freitagsmaterial kaufen, was ich jetzt alles brauche, so fürs Wochenende, was ich mir zusammengeschrieben habe. Und am Montag dann das kaufen, was ich eigentlich wirklich braucht hätte. Also, das ist immer so eine kleine Umtauschaktion. Nicht? Dafür lieben sie mich im Baumarkt. Nicht? Obwohl, mittlerweile bin ich ein Baumarkt-Profi, ist keine Frage. Nicht? Obwohl ich das erste Mal im Baumarkt, boah, das war kein Spaß. Okay, das war die Hölle. So, schauen wir mal. Also, Einkaufswagen, das müssen wir vielleicht du mitnehmen, gell? Einkaufswagen, super. Jesus, ganz schön schwer, so ein Einkaufswagen, gell? Grüß Gott, bitte! Was heißt, wo ich mit dem Gabelstapler hin möchte? Entschuldigung, ich bin zum ersten Mal da. Ah, das sind die Einkaufswagen, ne? Sie, sie. Gut, danke schön. Lieb von Ihnen auf jeden Fall. Dankeschön, das auch. Bei Patente alle schwarz, ne? Na, ha, 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 na, sind beide orange, oder? Nicht was? So, okay. Bist du dreimal davor? Oh, du hast im Schwarz so Einkaufswagen, was? Da so! Jetzt schon, da muss ich nachdenken. Ach so. Sind da Einkaufswagen? Das sind 53 Einkaufswagen. Die mit der Kette. Witz, 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 witz. 5 Schilling, 10 Schilling. Super. Nein, das sind nicht leiwand. Die Wagen sind wirklich eine gute Erfindung, muss ich sagen. Sehr fein. Na, wenn mit dem Wagen aus dem Baumarkt dann drinnen immer Vorrang. Ne? Klar, Einsatzwagen. Ne? Das ist ein Tepper, ich habe jetzt nur einen 5000er. Hallo Wagel, kannst du wechseln? Wurscht. Kein Einkaufswagel, eh klar, nicht? Aber wurscht! Ich brauche eh keinen Einkaufswagel. Weil ich gehe nicht ein in den Baumarkt und sich dies und dies und da und dort und mein 5000er ist weg. Nein. Als Häuselbauer ist ein ganz bewusster Konsument. Ich kaufe nur immer das, was ich wirklich unbedingt nötig brauche. Oder zumindest die Sachen, die ich mir hinten im TV-Magazin auf der letzten Seite angekreuzt habe. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, aber es ist im Angebot und da muss man einfach zuschlagen. Nicht? Da zum Beispiel Holzfußböden, nordische Fichte, Nutfederbretter, D-Qualität, ohne Nut, 59,90. Bitte da. Halogenstrahler mit ordinären Bewegungsmelder. Nicht? Ein Traum. Nicht? Kennst du keinen Bewegungsmelder? Oh, ihr wisst schon, oder? Ich weiß nicht, was ein Bewegungsmelder ist. Das ist ein Bewegungsmelder. Zach! Ist eine Sache, ich meine, super. Also nie wieder Licht einschalten haben, gell? Nein, ich wollte nur zeigen, dass es wirklich super ist. So, Halogenstrahler! Mit. Warte, da hat's was, du musst. Entschuldigung, da weiß ich jetzt nicht, da habe ich Blödsinn. Moment. Halogenstrahler mit eingebautem Timer. Achso, ich verstehe schon. Na, der hat einen Timer eingebaut, das ist Englisch, das ist eine Zeituhr, ja. Der schaltet sich nach 12 Minuten eh automatisch, ja. Das heißt, es braucht nicht irgendwas umfuchteln oder irgendwas tun oder irgendwas. Was ist jetzt zum so sitzen auf einmal? Na, wo ist der jetzt? Ah, Schein, wer 27 steht so auf der Bühne, bitte. Man war ein Deppert, nicht? Also, ich bin der Karl May Festspieler, nicht? Also, wow. Aber, na kurz, Entschuldigung, noch eine Sache. Ah, bitte, wenn nur, wenn sie dann angeschalten hat, bitte, nicht mehr bewegen, weil. Das hätte ich ja gewusst, dass es ist. So ist es, gell, wenn man schon mal halb 7 vor der Tür steht, damit man einen guten Platz kriegt. Passt's nur, es kommt's auch noch drauf. So, Halogenstrahler, 789,90 Watt um 300 Schilling. Was?
789,90 Watt um 300 Schilling. Das gab's ein Druckfüller, ne? Knüller-Angebote, doch Knüller. Die drehen das um, Watt und Schilling. Das ist eine Gegenbewegung zum Kopfstandspreis. Irgendwas muss man umdrehen, nicht? Na, 300er ist super, bitte. Da zahlen sie selber locker drauf. 200er Schütze, nicht? Na, leicht. Da kaufe ich jetzt wahr. Na, super. Ah, ja, Typen brauche ich auch noch. Das weiß ich. Aber die weiß ich. Die N660 ZSVM. Die weiß ich. Na gut, ich würde sagen, in eins Vergnügen. Was? Gehen wir's an. Sesam, öffne dich. Gumm! Ach! Oh! Boah, ich war mir sicher, das ist auch Fatsfu, Fatsfu. Vorknie, Neri, Rüwigner. Vorknie, Neri, Rüwigner. Eine ungarische Filiale. Moment. Danke für Ihren Einkauf. Naxua, Ausgang. Wo ist die nur? Seenhof. Wo ist die richtige? Eingang. Passt schon. Sesam, öffne dich. Grüß Gott, guten Tag. Was super. Vom Bahnschläfer. Da war nichts hinter Schläfer. Boah. Bitte ein Winkelschläfer. Ein Bauerfeil, ein Delta-Schleifer haben wollen. Na, 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 das Konsumteufel, nicht mit mir. Mein 5000er bleibt hier einstecken. Lampenabteilung, wo sind die Halogenmelder bitte? Da ist nichts angeschrieben. Hallo, Bewegungsmelder. Herr Kritschall, bitte 14 rufen. Herr Kritschall, bitte. 14! Da wollen sie Lampen verkaufen, keiner schreibt was auf, eine Bewegungsmüll. Ah! Huh, das ist er, der ist jetzt auch. Also nein, Blödsinn. Der falsche ist ein normaler Bewegungsmüller. Ich brauche halt die ordinären Bewegungsmüller, nicht? Aber die müssen irgendwo sein, das gibt's ja nicht. Heißt. Und da grüß Sie bitte. Na, tut mir leid, ich weiß nicht, wo die Drecksleisten sind. Na, ich arbeite nicht, da ich schaue nur so aus. Ach so, Sie arbeiten da, ja, ich verstehe. Moment, ah, da können Sie mir sicher sagen, ich suche diese Halogenlampen, die da im Hang. Ach so, Sie sind aus der Lampenabteilung. Aus der Leistenabteilung, ah, drum, ja, danke, hol mir eh doch. Affel. Hey! Schau, 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 schau. Bitte? Da verkaufen Sie Fernseher im Baumarkt. Das ist ein Wahnsinn, was? Na klar, wenn es an der Kasse von schon der Eislutschger gibt, gell? Aber das schaut gar nicht so schlecht aus, bitte jetzt, ne? Der geht, hm? Selfman! Boah, super Selfman! Wow! Der ist, glaube ich, immer am Dienstag, gell? Dem gelingt immer alles, der ist ein Wahnsinn! Sehen Sie heute die Folge im Windschatten des Bodenschleifers. Kenn ich noch gut! Boah, es ist so realistisch, da kann man so viel lernen! Boah, super! Nachdem ich an diesem trüben Oktobermorgen wieder mal kräftig Probe gehobelt hatte, da wusste ich, heute sind meine vergilbten, vermoderten Holzfußböden an der Reihe. Aus alt macht neu heißen die Zeichen der Zeit und ich hatte sie richtig gedeutet. Ich schliff meine müden Knochen zum Baumarkt in der 99. Straße und borgte mir da ein Profischleifgerät samt Deckenschleifer für die wirklich schwer zugänglichen Stellen aus. Die Blondine an der Kasse fragte mich noch, bevor sie dahin schmolz, ob ich nicht eine Geräteversicherung abschließen möchte. Doch ehe ich ihr antworten konnte, war sie zum platinfarbenen Pfütze geworden. Was soll's? Versichern ist ohnehin nur Feigheit. Zu Hause angekommen, prüfte ich einmal mit bloßen Füßen, ob nicht irgendwelche spitzen Gegenstände, wie Nägel, Schwerter, oder vielleicht gar ein Eisberg, meine Bodenschleifer beschädigen und samt Besatzung an den Grund des Schiffbodens befördern könnten. Und tatsächlich fand ich in der Mitte meines Esszimmers ein 340 Quadratmeter großes Nagelbrett.
nachdem ich dieses in meine Altmetall-Sammelbox befördert hatte, feuerte ich der jahrhundertealten Lackschicht eine Breitseite. Ich sage euch, Staubsaugen ist Schwerarbeit dagegen. Lautlos zog ich meine Runen. In 5 Minuten hatte ich die 23 Hektar meines Holzfußbodengartens zerschliffen. Doch nun ging es an Schleifen der angepissten Ecken. Eine staubige Angelegenheit. Ich zog es vor, nun doch mein Frackoberteil auszuziehen. Das Versiegeln des in neuer Pracht vor mir liegenden Holzfußbodens hatte ich nur mehr reine Formalität. Dass man dafür nicht Formalitäten hüt, sondern einen biologischen Versiegelungslack verwendet, versteht sich ja wohl von selbst. Schließlich möchte man ja am Holzboden noch der eine oder andere Nummer schieben, ohne gleich Sackjucken zu bekommen. Bei der Rückgabe des Leihgeräts im Baumarkt erhielt ich einen Scheck über 1 Million Dollar. Glück gehabt. Ich war der 23.677. Besucher dieses Monats. Und das Preisgeld erstand ich einen Kunststoffkübel und goss die noch immer unter der Kasse befindliche Blondine in selbigen. Ich glaube, es wird eine feuchte Nacht heute. Hoffentlich ist mein Boden schon trocken. Ich werde sie nehmen und einmal so richtig. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich bin schon wieder unterwegs, wisst wird's. Mein Xidus. Tempomat. Fanswagen, los, wirklich bequem. Ja, ein Bodenschleifer habe ich schon mit, gell? Hinten drin in meinem Kofferraum. Und ein Bein in meinem Kofferraumdeckel. Der passt nicht rein in meinen Kofferraum, der Bodenschleifer. Ja, alles, das kann man ja alles machen, gell? Ja, mein 5000er bin ich auch los, aber nur Kaution. Da kriege ich alles wieder zurück, also alles nicht. Ich meine, die 600 Schilling da, die Leiger, die tanzt man natürlich dann irgendwie zurück oder was, nicht? Weil Versicherung habe ich eh gar nicht genommen. Versichern ist Feigheit, Baby. Die hat blöd geschaut an der Kasse, mein Lieber. Ah, Scheiße! Ah, was habe ich vergessen? Dübing-Socks. Und wieso machst du eigentlich jetzt erst die Pappen auf? Und nicht den Baumarkt? Ich meine, hat das einen Grund, oder? Ich versteh's noch nicht, weil jetzt 30 Kilometer raus von Wien weiß ich es auch. Die depperten Dübing, verdammt einmal. Hörst du, für was ich mitzahle? So was deppert. Aber ist wurscht, ich hätte ja gar keine Zeit zum Dübeln heute, ist ja egal. Weil ich muss zuerst meinem Holzboden eine Breitseite feuern, ne? Mit dem Profigerät, was? Wow! Aber er schaut schon mächtig aus. Das ist ein Profischläfer. Mit dem kannst du sogar asphaltieren, so wie der ausschaut, gell? Wirf ihn einmal an, hä? Nein, es ist ein Elektrogerät, nicht? Vorsichtig aufsetzen. Ja! Disteldeppert! Vor der Zeit hat er mir lang. Habe ich dir. Wow, war super. Bitte, das ist ein Traum. Ich meine, jetzt meine Beste, ich sehe das leider nicht, ja? Ich sitze nämlich so blöd, jetzt müssen wir jetzt da umsitzen, ja? Aber das schaut aus wie frisch verlegt. Das ist unglaublich. Du bist super erst. Du bist wirklich. Wo bist denn? Ich habe mich nicht angetraut. Hallo! Hallo, Teufel! Na ja, ich schläfe mein Kölner, nicht? Wo ist, da muss ich mir mal einen Teppich kaufen. Oder einen Hund, der soll da Platz machen. Ne? Wo ist, na, da muss man aber echt vorsichtig sein, wir sind ein Wahnsinn. So. Wir schauen. Was heißt Nüpp? Also, was ist mit dir? Nicht krepier bei mir daheim! Ich hab keine Versicherung! Bitte nicht bei mir krepier! Moment. War ich bei der Wand? Nein. War nicht hinter mir nicht angelernt, oder? Nein, sicher bin ich nicht blöd, ne? War ich? Nein. Bin mir. Nein, nix. Ha, passt schon, er geht eh. Sicherung ist nur. Ha. Was hab ich noch vergessen im Baumarkt, ha? Wo sehe ich mich? Sag wirklich mal das.
verdammt, ich muss mir schon im Sicherungskasten, da muss man irgendwas machen können. Das, weil der Meier, der hat nie in seinem Leben Sicherung gekauft. Der nimmt immer Kleiderbügel oder Cola-Dosen oder so ein Zigarettenpapier, so was übernes. Und es brennt schon wieder alles. Man muss irgendwo mit einem Draht reinfahren, ich weiß nicht wo, aber. Nein, jetzt haben. Nein, reingefahren ist er gleich, ne? Schauen wir mal. Da los! Nein, ist ein Blödsinn. Nein, das ist nicht, da passiert eh so viel. Nein. Nein. Aus, ich fahr zum Baumarkt. Hol mir die Sicherungen gleich so am Berg. Ja. Nein, wirklich, weil. Ist ja egal, dann werde ich halt mit dem Bodenschleifen nicht fertig, ist da voll gemein wurscht, dann bug ich mir morgen auch noch aus, nicht? Kostet mir halt nochmal 600, aber was? 600, oder? Wisst ihr, wie viele Typen das sind? Das riskieren wir. Nein, ist nur gespült, ist nix. Aber jetzt habt ihr geglaubt, was? Ein Spaß. Also bei mir war es wurscht, ich bin schon im Umgang an Strom. Das ist gar nichts, da kannst du reingreifen, der Sicherungskost ist leer, da kannst du wirklich überall schauen, da ist nichts, da ist gar kein Strom drin, das ist gar kein Sicherungskost. Verdammt! Ich trottle, ja. Seit einer Woche gehe ich bei dem Postkastel vorbei. Hängt eh immer noch Werbematerial aus, nicht? Nur der eine Zettel da mit dem roten Blitz. Ich mir dachte, das sind eine Einladung zu einem Esoterik-Seminar oder sowas, nicht? Hurra! Eine Stromabschaltung. Wir freuen uns, Sie zu unserer Stromabschaltung in der Zeit von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr begrüßen zu dürfen. Um zahlreiche Teilnahme bittet der Verbund. Na klar, da mach ich mit, nicht? Schweine, weil ich meinen Bodenschleifer ausmache, geht dir noch Strom aus! Verdammt! Ich muss zurück zum Baumarkt. Ich muss dir sagen, Freunde, tut mir leid, ich habe ihn nicht verwenden können. Die müssen mir das glauben. Die müssen mir das Geld zurückgeben. Ich gebe mir den Bodenschleifer und die müssen mir das Geld zurückgeben. Bitte, die müssen mir das. Das verdammt Scheiße, was soll ich vergessen? Bitte, was soll ich vergessen? Bodenschleifer? Was heißt denn Bodenschleifer? Ach so, ja. Okay, ja, Bodenschleifer, prinzipiell richtig. Nur, Freunde, nicht böse. Es ist 21.11 Uhr, ja. Ende erste Halbzeit fast. Ich muss ein bisschen laufen, ja. Ich kann nicht alles ausspielen, ja. Wir sind nicht in Bayreuth. Schaut, ich hab den Bodenschleifer mit, ja. Er ist da hinten drin in meinem Kofferraum, ja. Sechste, zweite Bein im Kofferraumdeckel. Gut, okay. Na, aber was habe ich wirklich vergessen? Die Pause? Oh, Moment, da war gerade ein Blödsinn noch. Was heißt die Pause? Wenn es ein kleines Blasel ausgeht, aus, dann sterbe ich nicht. Pause. Na, was habe ich vergessen? Na, kommt. Na, ich helfe euch. Zuhörer. Tut mir leid, jetzt dauert es länger. Nein, jetzt muss ich. Ich hoffe, das geht sich mit den Kassetten da aus. Aber schau. Zu hat er der Baumarkt. Gut. Fangen wir mit Grundlagen an. Ich fahre nicht wirklich jetzt zum Baumarkt. Ja. Du sitzt da nicht auf der Westautobahn. Ja. Ist alles nur Theater. Ja. Okay? Ich meine, ich spüre es, ist nicht realistisch, das war das schon nicht, aber. Lass dich nicht alles einreden, ja? Okay? Nein, also, nein, jetzt kommt's. Wo soll ich denken? Wo soll ich vergessen? Döbel. Muss ich leider wieder eine kleine Grundlage. Nein, es ist gut, ja. Döbel, folgendes. Ich war vorhin im Baumarkt, hab die Döbel vergessen und bin heimgefahren. Ja? Jetzt fahr ich heim. Okay, nein, das war von mir vielleicht deppert. Nein, entschuldige, da habe ich jetzt wieder den anderen von meinem Fall eigentlich. Nein, das habe ich deppert gespielt. Ja, ich hätte es undeutlich gemacht, ich hätte so fahren müssen, nicht? Dann hätte man es verstanden. Also, du bist ja der Baum. Aber nein. Entschuldigung. Ja, was soll ich vergessen? Den Nagel. Meister aller Klassen. Ich hab nicht geschaut, ob er Nagel ausgeschaltet aus meinem depperten Boden. Ne? Immer gleich drüber mit dem Bodenschleifer, dabei der Selfman hat es ja gesagt. Ne? Man muss aufpassen mit den Nägeln. Aber ich glaube, bei den 1 Meter, was ich geschliffen habe,
Ach, kann nichts sein. Und das schleifen 100 Quadratmeter und das ist nichts. Gell? So, ah, jetzt habe ich gleich sofort, haben sie mir zurückgegeben. Also zugenommen, und das hat eh alles geglaubt, die waren eh sehr froh. Und haben wir von den 5000 Schilling von meiner Kaution, haben sie mir die 380 Schilling dann zurückgegeben. Wegen dem Riss in der Wolze von meinem Bodenschleifer. Und nicht mehr ich über den Nagel gefahren bin. Nein, 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 nein. Weil ich seit 7 Monaten der Erste war, der keine Versicherung genommen hat. Die Versicherung zahlt das nicht. Die warten nicht mehr auf dich. Da bin ich. Aber wurscht, um die 368 Schilling haben wir auch was gekauft. Was haben wir gekauft? Sicherung. Klar, wenn ich eine Stromabschüttung habe, was mache ich damit erst? Pop! Und die Typen brauchen gar nicht deppert lachen. Mit was pulsen die rein? Also, ich muss sagen, weil ich das irgendwo draußen in der Provinz spüre. Ja? Also wie die fleißig mitarbeiten. Ja? Aber wurscht. Um die 368 Schilling kaufe ich mir natürlich ganz logisch einen Tapetenkleister. Weil heute wird tapeziert. Kein Strom in der Wand, kannst du mir heute runterbeilen, nicht? So einfach ist das. Bitte. Und ich muss sagen, ich habe noch nie mein Leben vorher tapeziert, ja. Und die erste Bahn ist schief. Das siehst du dann nicht. Du musst erst weg, geh back da hinten, musst du schon so sein, bitte, nicht? Alles wurscht, solange der Tapeten feucht, das kannst du sich runterziehen, nicht? Darum nimmt man einen Tapetenkleister und kann Superkleber, ne? Schau, probieren wir mal ganz vorsichtig. Man muss dann wirklich mit sehr viel Gefühl, nicht? Aber es geht. Schau. Super. Nein, bitte jetzt nicht. Eine Kudern, weil es ist wirklich haklich. Ja, schau. Oh ja, schau. Oh, super gut. Gut gegangen. Was? Seht's? Ha? Wo ist denn da Tapeten? Jetzt lohnt sich nicht alles einreden. Ich bin ja der Copperfield erst. Ja. Na, aber gut. Nehmen wir aus eine schwere, feuchte Tapete. Aber echt schwer so eine. Bist du deppert? Na klar, da putzen die Ziegel drauf picken, nicht? Hallo! Ah, ja, was will denn der da? Ein Meier. Spezialist. Der Schwager, der Willi. Servus, der Herr Baumeister. Was braucht ihr jetzt da? Ich weiß eh schon ganz genau, was er sagen wird, nicht? Ja, um Gottes Willi. Schwager, Herz, du Tiefliger! Das ist alles echt lieb und verputzig, wie der Maurer sagt, aber Schwager, Herz! Wenn man schon eine Geburtstagstorte backen möchte, soll man nicht damit beginnen, die Kerze in die Eier zu stecken. Das ist zu früh! Sportliche Wände, so wie die schwitzen muss! Schwager in Not, ein Tipp vom Fachmann, diese Wände kannst du schleifen. Aber nicht mit dem Schleifpapier, sondern mit dem Caterpillar, das geht schneller. So weit, so gut, so Gustav Knut, dann würde ich mal dringend empfehlen, einen Keller zu graben, damit du ein Örtchen hast, wo du hingehen kannst und weinen. Aber weißt du, hast du Glück beim Graben und findest Erdöl oder einen Goldschatz? Und so ist das Loch in der Sinkgrube, so wie es hier stinkt, alles Rotscha, alles Rebit. Und mit dem war ich 4 Wochen auf Urlaub. Das ist eine Ranger-Ausbildung, ja. Weil ich mir nicht glaube, der Herr Baumeister redet jetzt deppert und ich reiß mein Haus weg, nicht? Der Herr Fachmann, nicht? Kein normaler Mensch glaubt, dass ich jetzt einfach meine Eidl zum Weg reißen, nicht? Lächerlich. Was glaubt der keiner, nicht? Schlecht. Ich will nicht wegreißen. Bitte nicht wegreißen. Ich hab mein Haus nicht wegreißen. Also, Herr Gutschall, ich bin sicher, dass wir da in der Richtung jetzt eine gemeinsame Lösung finden. Wir sollten auf jeden Fall einmal die Laufzeit auf 20 Jahre erhöhen, damit wir vielleicht ein bisschen flexibler sind. Wir sollten auch ein bisschen aufpassen, dass wir Ihre finanziellen Möglichkeiten da nicht sprengen. Wenn ich Ihnen da vielleicht schnell eine Mischform aus einem Versicherungsdarlehen mit einem fixen Zinssatz und einem Hypothekarkredit mit einem variablen Zinssatz ausrechnen darf,
Sie wissen ja, das bewegt sich dann so zwischen 7 Achtel und 13 6 Sechstel und 10 so auf und ab. Also in der Richtung. So, Moment, bei einer Aufstockung von 500.000 hätten wir da jetzt eine Belastung von 16.689 monatlich. Na, Herr Kretschall, unterschreiben können Sie mir da jetzt noch nichts. Herr Kretschall, da müssten wir uns erst vielleicht in der Richtung einmal über ein paar Sicherheiten unterhalten. Haben Sie vielleicht einmal ein Foto von dem Haus, zumindest da? Ah ja, das ist lieb. Aha, ah, das ist es. Ja, ja, warum nicht? Ja. Ja, wenn wir nicht die besten Kreditberater hätten, dann wären Sie nicht das Letzte. Super, 20 Jahre Laufzeit, 500 Blärer mehr und dann 17 auf fast im Monat, Rückzahlungsrate, was? Ein Bacherl. Du musst immer schon vorher anmischen. Ne? Ja, dann früher haben wir jedes einzeln angemischt, aber da haben wir Gelenksentzündung gemischt. Jetzt tut das immer vorher. Prost! Ja, jetzt werden wir alle ein bisschen zusammenarbeiten müssen. Habe ich schon der Magi gesagt. Jetzt müssen wir sehen, was die Familie wirklich wert ist, gell? Ja, Magi hat einen Beruf gelernt, Fußpflegerin. Hat sie gleich was gefunden, halbtags. Wegen einem Buben natürlich, das Kind soll uns nicht leiden. Haben wir immer gesagt, trotz dem Haus nicht. Ich darf auch nicht gern nebenbei hackeln gehen, sofort gegen die. Nach pfuschen ein bisschen, klar. Auf einer anderen Baustelle aushelfen, damit man meine Leisten kann, klar. Nur hab ich keine Zeit zum Pfuschen. Weil ich muss erst mein Haus wegreißen. Und nicht, wenn der Schwager blöd geredet hat, nein. Das haben wir schon schön mit mir selber ausgemacht, gell? Ich meine, gut, das war ein kurzes Gespräch, aber nein, ich hab das eingesehen, das ist ein Blödsinn, da auf schnell, schnell, hudri, wudri, nicht da einen Nagel einhauen, da dann ein bisschen was anstreichen. Nicht. Ich meine, so geht's nicht. Nein, ein Haus baust nur einmal im Leben, ne? Ich sicher, ja. Ja. Und wann dann gescheit, nicht? Gut, wegreißen, das Einzige, was juckt. Sollen wir gleich von einer Firma machen lassen, von einem Baumeister? Ich meine, der Mai hat mir zwar geschimpft, sag ich mir zu dem Schüssel, der Wappler von einem Baumeister. Das kostet Länge mal der Breite, ja. Der hat keine Ahnung da mehr. Der rechnet die Hechen auch dazu, der Baumeister, der scheißt sich nichts nämlich, ja? Aber bitte, das hat schon einen Grund, dass wir es von einer Firma machen lassen, das wegreißen. Ne? Weil erstens einmal brauche ich Rechnungen für den Alterssanierungskredit von der Landesregierung. Weil auf Pfusch geht da gar nichts. Wenn ich auf der Bank nicht bald Rechnungen abliefer, stanzen mir die den Kredit und da möchte ich nicht dabei sein. Gell? Und zweitens einmal muss ich, was muss ich denn? Wem haben wir denn vergessen? Ha? Die Nichte! Hallo Onkel, wie grüßt seine Bauern, schleicht sich aus der Wohnung. Drum muss ich zweitens das Schrebergartenhaus in Floridsdorf ein bisschen bewohnbar machen. Die Schwiegereltern sind so lieben lassen so dabei. Übergangsartig. Hausen, ich weiß nicht, eine Übergangslösung oder so. Ja, 17 Quadratmeter, 58 Gartenzwerg, ein kleiner Klimarex, ich möchte nicht weiter drüber reden. Und drittens einmal muss ich ehrlich sagen, ich bringe es selber nicht übers Herz, dass ich jetzt mein eigenes Häusl wegreiße, wo ich selber schon so viel und. Nein, ich kenn's nicht. Psychisch nicht. Nein, ich kenn das nicht. Nein, die sollen das wegreißen, ich will gar nicht dabei sein. Kommt, Freunde, es hat sich vorgelegt, reißt das weg, ich will's gar nicht sehen. Fangt an, nein, ich will, nein, lasst, ich will gar nicht, nein, ich will gar nicht. Das war voll im Nachhinein gesehen, nicht? So habe ich erst gemerkt, wie die Rechnung vom Baum aus in den Händen gehabt habe. Der hat mir den Kostenvoranschlag verdoppelt. Gut, vielleicht ist es branchenüblich, weiß ich nicht, ja? Aber der wirft einmal 98.000 Schilling von mir. Nein, ich reiß eine Panik auf, raus aus auf Hinterholz, denk mir, um Gottes Willen, hoffentlich steht das Häusl vom Nachbarn noch, nicht? Weil man, da muss ja zwei Wegrissen am Land rechnen, nicht? Aber, Gott sei Dank, das steht noch. Da steht ja vor dir, dann reißt der Häusl weg, nicht? Du hast die schlechte Nachricht auch gleich, nicht? Und bei mir haben sie auch drei Mauern vergessen. Was heißt das, schlecht gearbeitet oder schlamper geschaut? Ich kann nicht drei Mauern stehen lassen, erst verdammt einmal. Was? Ja, schon. Hey, komm! Ich bin schon ausgewunken! Bremspunkt, Frenner! Komm, bremse ein! Sag mal, du schließt den Ziegelstein auch, ha? Dieses Haus, also diese Schutthalde, ist privat! Und okay, ja, ist okay. Na, wenn es so nicht geht, machen wir es österreichisch! Ich sag dir! Wenn du die Tafel umhederst. Und die Baumeister sag ich auch klar. Ja, wirklich. Weil die glauben, also die Baubranche, vor dem verklage ich. Die glauben wirklich.
Na, eine Mafia. Eine einzige Baumafia, aber da werden wir mal so. Da wird es einmal wirklich weh. Die glauben, nein, aber nicht. Weh. Ja? Na, alle hätten die Mafia. Alle. Help, Konsumentenschutz, der Skiokleidung um 5 in der Früh raus. Das sage ich mir nicht mehr, ja? Aber so, auf so. Da werden wir mal. Na, da kann er. Und da einer. Da wird er. Ich habe mich jetzt gütlich mit einem geeinigt auf 75.000 ohne Rechnung. Haben wir beide was davor, hat er gesagt, er kennt sich aus. Ja, ich wollte mich auf nichts einlassen. Ich habe schon seit 3 Monaten die Rechtsschutzversicherung nicht mehr eingezahlt. Und ja, die 198 im Monat, was soll ich mir denn auszuzeln? Ich weiß eh schon nicht mehr. Was? Na, er ist eh lieb, der Baumeister ist eh absolut okay. Er hat mir sogar um 8.000 Schilling, auch schwarz, da hat er mir sofort den Schutt wegführen, nicht? Sag einmal, Wappler. Jetzt, einer Ochter für den Dreck wegführen. Denk einmal, der lacht über dich, der lobt dich auf und auf die nächste Baustelle verkauft sich mal das Bad der Schüttung. Wappler, jetzt, sei gescheit. Ich buch dir meinen alten Pferdeanhänger, ja? Nimm ihn mit gleich. Lass dich hinten, zitzelweise rein, für sich irgendwo in den Wald, wo dich keiner kennt. Na sicher, ne? Ja, komm halt doch, du die Pappen bitte, hat dich wer gefragt. Wo ist er mir heute nicht wirklich? Komplett, Alter, dann unwichtig. Bei dir ist immer mein Nylonsack hinten in den Garten verbrennen, pulst er sich ab. Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte, gib mir Ruhe, sonst mach ich gleich einen Übungslinten bei der Zucchini. Wahnsinn, ne? Hier. Nehm den Pferdeanhänger, mach das so, wie das alle so gemacht. Was kannst du bei uns im Wald ausschauen? Da wird er nicht reingekriegt, ne? Da gehen sie raus, gehen sie in der Früh gegen den Schwamm auf Brücken und daheim braten sie sich in PU schon muss. Ja, übrigens, wir sind schon in Floridsdorf, gell? Da fährt die Schnellbahn zwischen die Gartenzweig durch. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Herzi. Sag aber, Herbert, kannst du mir einen Grund sagen, warum du dir keine Rechnung hast geben lassen von dem Baumeister, bitte? Ich meine, ich verstehe es nicht. Also, wenn du jetzt wirklich den Altersanierungskredit dann auch noch standst, sind wir dann gekommen, sind wir gleich mal hysterisch als wir. Na, Herzi, ich bin nicht hysterisch. Du machst doch nur mal so Sachen, bitte. Du stürzt die ganze Familie ins Unglück. Das kann doch nicht so weitergehen, bitte. Geh, komm, halt doch da die Ba... Was? Nix. Gehör kein Enterprise, wir verlieren immer mehr den Kontakt zum Mutterschiff. Philipp, geh mal und schlaf jetzt, wir müssen zeitlich raus. Oh, Papa, ich will wieder mehr Ärgernis, Simon. Nein, wir müssen wirklich zeitlich aufstehen. Ich bin wirklich schon auf 2 in der Früh. Ist eine gute Zeit zum Schutt loswerden im Wald. Geh, komm, auf, alles auf. Dann mag wenn sie uns aufstehen. Warum sie einmal dran gewöhnt hat, ist das super? Ich bin eh schon mal 11 auf die Nacht heimgekommen. Hab schon alles vorbereitet. Den Hänger vom Meier angeladen mit 2 Reptonen von meinem Schlafzimmer. Angehängt an einen Xedus, der steht so da, gung, wie ein DC-8 beim Start. Und dann sind wir gefahren Richtung Sulz im Wienerwald. Ich kenne mich dort nicht aus, aber liebe Fußstraßen sind mein Einbogen. Endlose Serpentinen. Kalt hat's. Zuerst hab ich mir gedacht, oh, die Wölfe. Und dann bin ich draufgekommen, nein, die Automatik vom Xedus. Das war's nicht der Zart. Aber wurscht, Auto ist ein Zweckgerät, was so ist. Gell? Übrigens, wir kommen ins Buch der Rekorde. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde haben wir zu dritt ein Schlafzimmer gleichmäßig im Wald verteilt. Das muss uns zuerst einmal nachmachen. Gell? Billy, bleib hinter mir. Spock, was melden die Sensoren? Oh, Klingonen, Fahrrad. Klingonen, Hände hoch! Voll Energie auf die Visa, für die Energie. Philipp, du her, die Taschenlampe, die du umeinander blödeln immer erst. Die Batterien kosten muss, so haben wir es nicht. Da, komm, nimm die Schaufel, geh rüber zur Mutti, tu hinten rein, da den Anhänger oder was, und sei lieb, bevor der Rübezahl kommt, gell? Du Papa, wer ist denn das, der Herr Rübezahl? Rübezahl, die kennst du nicht, was lernst du in der Schule bitte? Rübezahl, das ist der Beschützer vom Wald, mein Lieber, nicht? Ach so, ist das ein Vulkanier, so wie der Mr. Spock? Na, das ist kein Vulkanier, das ist ein Tiroler oder ein Steirer oder... ein, ja, es geht ein bisschen in die Richtung, nicht? Aber er hat einen großen Hut, hat er auf und einen riesigen Steck und einen Pötz. Und der frisst die kleinen Kinder, wenn sie schlimm sind, der Rübezahl. Gell, gib bitte Herzi. Ich erzähl jetzt solche Sachen, mein Gott, nein. Du weißt ganz genau, der Burg kann dann nicht schlafen heute in der Schule, nicht? Der 50. Ja, na mein Gott, was? Mein Arme redet mit mir, gell, Philippi? Ja, genau. Du, Papa, und gibt's denn auch schon auf Wieder den Rübezahl? Nein, den gibt's halt auf Wieder, den gibt's ja. Also,
auf Sage, also in Sage, also Sage, Sage und Schreibe, wieso gehst du mir eigentlich auf den Nerven mit dem, bitte? Lass mich in Ruhe, der Rübenzahl ist lieb und passt den Ball auf die Tiere auf und aus, nicht? Also ein Jäger, na kein Jäger, eben nicht. Der Rübenzahl passt auf die Tiere auf, der Jäger, der schießt, nicht? Man, das heißt, der Jäger passt auch auf die Tiere auf, aber eben nur so lange, bis sie groß sind. Da müssen wir uns also auf so ein Jahr leicht treffen können. Und Papa, und der Rübenzahl, er schießt ja dann die Jäger? Na, das braucht er nicht, wir schießen sie oft gegenseitig, so fair sind. Sag mal, hört jetzt auf zum Herumbelabern, bitte. Sonst kannst du mir gleich dazu sagen, dass der Rübenzahl auch die bösen Menschen frisst oder zumindest anzeigt, die Schmutz im Wald machen, ja? Also ich geh da jetzt zum Auto, ja? Ja, nein, wir kommen ja gleich, mein Gott, was? Die Mama ist wieder hysterisch, gell? Ja, genau, die Mama ist hysterisch. Die Mami. Du Papa, gibt's denn jetzt wirklich die Nächte in der Rübenzahl? Ah, das war ein Spaß, das ist genauso wie der Captain Kirk. Fuck, die gibt's eh! Papa, was war das? Was denn? Hat das Geräusch? Enterprise, bitte, bitte kommen, Enterprise! Alarmstufe rot auf alle Stationen! Schutzschirm aktivieren, bitte! Philipp, dreh nicht durch, wir sind mitten im Wald, da ist kein Geräusch, bitte, sei lieb, schau, da ist niemand, sei lieb! Oh, da war ein Geräusch, habt ihr das gehört? Das Pfuck! Es kommt gleich noch ein Geräusch. Wart mal. Herr Zilit, eine Frage. Hast du einen Autoschlüssel einstecken? Hm? Ja, einen Autoschlüssel einstecken. In meiner Jacke. Und immer ausgezogen, weil es so heiß war beim Schaufeln. Ich hab's hinten reingehauen, den Kofferraum vom Gesicht. Sind ja toll, die Japaner. Alles ohne Aufpreis. Zentralverlegelung. Super, es ist heuer 4 in der Früh. Es dämmert bereits. Ich stehe mitten im Wald, in die Trümmer von meinem ehemaligen Schlafzimmer. Und ich kann nicht in mein Auto. Brauche nur warten, bis er kommt, der Förster. Alcatraz. Verdammt, ich muss schauen, dass ich irgendwie wegkomme. Der Meier kennt das jetzt sicher. Der nimmt einen Kleiderbügel, klack, und das Auto ist offen. Aber ich kann das auch. Nur nehme ich keinen Kleiderbügel. Ich nehme einen Ziegelstar, sind ja genug da, nicht? So, welches ist die billigste Scheibe? Seitenscheibe kann ich nicht verkosten, denke ich mir. Außerdem muss ich nicht gleich neu kaufen, nicht? Kann dabei offen fahren, auf lässig, Flügel raus. Nur blöd, dass es Mitte November ist, aber die Heizung geht eh gut, gell? Also, gehen wir's auch. Herzlich, sag. Wäre es jetzt vielleicht doch gescheiter, dass wir meine ÖMTC rufen? Bitte stell dich einfach nur weg. Stell dich einfach weg von mir. So. Ich konzentriere mich auf das Zentrum von der Scheibe. Physikalisch gesehen die schwächste Stelle. Ist so unglaublich, ich habe gleich mein eigenes Ort. Die Scheiben macht nicht einmal nichts. Aber ich rutsch ab. Wachmann muss zum Grat sein, mein Tier schwöllert. Nimm den Schwung vom Ziegelstamm mit, sauber. Oh, Ideallinie nach oben. Oh, schön, weit übers Autodach. Oh, und endlich, da ist sie, die Schwerkraft. Klang! Der Oberschien Metalliglack spritzt mir jetzt auf. Ich erblinde. Und ich verstauche mir dabei das Hartgelenk. Bitte geht's weg. Geht's beide weg? Philipp, Margit, da geht's doch Schulz, da geht's doch kein Leid geben. Verdeut sich auch, bitte geht's weg. Du, mein Anzahn, ich fahre das Geschwür, du. Geh auf! Es kann nur eine geben. Den Krampen! Made in Japan, destroyed in Sulz im Wienerwald. Ja,
Den Motorraum durchweg bis auf den Luft wird er kosten. Weißt du, was mir da kostet im Monat? Zack, ich! Japanische Leibschüssel, du! Was bist du? Ein Nebelscheinwerfer bist du? Kann ich nicht glauben! Ding! Ein Scherben bist du! Zackung! Tisch! Zackung! Dank! Tisch! Kier! Schaufel, die Scheibe. Schwung musst du nehmen. Lass mich, mir geht's gut. Alles unter Kontrolle. Na, passt schon. Mir geht's super. Der Förster, der gerade kommt, kann das bestätigen. Guten Tag, Herr Förster, mein Name ist Rübezahl. Darf ich Ihnen einen Kartel mitgeben? Hat er mir nicht geglaubt? Und er zeigt mir auch, hinten das Tafel hat zusammengepackt. Klar, mein Schutt soll ich mir mitnehmen, klar. Was heißt mein Herr, mein Schutt? Sieh, das ist mein Fertigteilhaus. Ich hab's mir aufgelegt, weil ich weiß, wo da meine Teile dabei sind. Oder mein Nicky, ja. Ja, mein Fahrt, was mach ich denn heute um 4 in der Früh? Mein Fahrt, war mir bitte, was mach ich denn nicht da? Weil jetzt mal, was ich wieder hocken muss. Verdammt nochmal, ich mach meinen Hänger wieder auf, hol mir den Schaufel wieder raus, bitte. Da ist die Jacken mit der Autoschüssel. Weil ich hab sie mir gar nicht hinten gesehen, was eine, ich hab's in den Hänger. Das, Gott sei Dank. Der Gsedos hat ausgeschaut wie das Denkmal vom Hudlitschka. Aber mir ist es wurscht. Weil nach 3 Tagen ist einer gekommen von der Leasingfirma. Und hat gemeint, er nimmt ihn jetzt mit. Ja, wenn ihm so gefällt, bitte. 4 Monate keine Raten bezahlt. Du musst jetzt erst einmal trauen, ne? Fuhr ist der Gsedos. Papa! Ich glaube, es ist Zeit für ein kleines Zwischenergebnis. Huh? Jetzt, wo es so leibend rennt, gell? Der Gsedos ist fort. Wurscht! Ich habe einen super Satz gefunden. Ein 72er, keine Corvette, aber ein VW Britschen. Aus einem Firmenfuhrpark hat man der Mai organisiert, 4.500 Wagerl, super benannt, optisch. Ja, das MA48 auf der Scheibe stört mir ein bisschen, aber sonst. Ne? Dann wohne ich jetzt in einer besseren Bodyhütte. Super! Was ist nicht liebster Kind? Wenn es gerade Ende November war und der Klimarex manchmal auszuckt. Die Margit geht jetzt ganztags Zechenkassstierlen. Im Burm haben wir deswegen natürlich jetzt in einer Ganztags in so ein, weil das Kind sich unter uns nicht leiden und das so ein Internat, so eine Erziehung so eingeliefert. Jetzt haben wir ihm die. Haben wir Freude mit ihm. Wenn er gemeinsam einen Mittag ist, auf einmal eine Alarmstufe rot gibt. Mit einem roten Rübensalat. Da gibt es gleich eine Mitteilungshefteeintragung. Wurscht. Ja, da schreibt sie es über. Mit Kirk. Das fällt aber dort keiner auf. Na, das schaut aus wie Grütschal. Reden dann beide nichts mehr mit mir? Der Bub deswegen, weil er mit den Klingonen prinzipiell nicht verhandelt, was man tolerieren muss, nicht? Und ich mag ich deswegen, weil ich vor 3 Tagen ist das erste Mal alte zu ihr gesagt habe, nein, da ist mir der Name nicht eingefallen. Das war so eine Notlösung. Das war... Das beste Wichser ist noch gar nicht. In Alters sind nirgends Kredit am Tag gestanzt. Und ich war dabei!
Dann kommen wir von der Landesregierung und gesagt, mein lieber Herr, wo ist das Althaus? Ich sehe ja nur eine Ruine. Schlecht. Wer hat eine Ruine da? Kommt, Freunde, wer hat eine Ruine? Hahaha. So wie Finkenstein zum Beispiel. Vielleicht sollte ich das machen. Ruinenfestspielen Hinterholz, come and watch the show. Das mache ich, na da stehst du mit, deppert stehst du mit. Ja, da baue ich mir aus dem Baumaterial, was ich mir jetzt vor 14 Tagen hab kommen lassen, 230.000. Das war nicht wieder, bevor es mir da etwas an irgendein Kredit gestartet hat, aber dann nehmen wir keine Besen, Zirkel, na klar, bitte, Wärmeisolierung, bitte, sonst kriegst du alles rein mit den Heizkosten, mit den Heizkosten. Dann kann man mal einen Ofen kaufen, bitte. Nein, das ist nicht das Problem. Das ist wurscht, das kann man umschulden. Nein, das geht. Ich weiß nicht, wer es dann zahlt, aber das wird auf irgendeinen umgeschuldet. Eigentlich war der Eberl völlig, nicht? Ein Schwarzer von der Bank. Der ist nämlich nicht mehr so freundlich auf einmal, gell? Herr Gritscher, in der Richtung, könnte Sie mir da bitte ja, gleich kommen? Herr Gritscher, bitte. Entschuldigung. Herr Gritscher, Platz. Wir sollten uns in der Richtung vielleicht einmal drüber unterhalten, wie das für Sie ausschaut. Entschuldigung. Also wir uns in der Richtung vielleicht, lümmeln Sie bitte nicht. Haben Sie mal schon mit dem Gedanken gespielt, dass wir das Grundstück irgendwann mal verkaufen, dass wir in der Richtung vielleicht, dass wir da uns denken, dass wir da leben? Klar, weg damit, ich wüsste gar nicht mehr. Nein, fort, ich wüsste weg, ich wüsste gar nicht sehen. Aber schon ein super Angebot. 180.000. Von mir Kandler. Hey, Dottore, wo ist denn, du hast mal die neuen Ziegel her dazu? Wo ist denn, da mein lang umgeschätzt? Du musst, Klar, hat schon recht. Klar, ist nicht mehr wert. Das Haus ist nämlich nie auf Bauland gestanden. Immer auf Grünland. Das ist schön, Grünland ist ja schön. Ne? Nur wenn du es verkaufen müsstest, ist es so, wenn du ein Auto verkaufst. Mit Garantiekilometer. Aber ohne Motor. Wenn es in Kandler gibt, bleib ich über mit einer Restschütze von 468 blau. Auf 20 Jahre. Eine runde Mille. Wurscht. Was kostet die Welt, sag ich mal, nicht? Was kostet ein Strick? Schauen wir mal, wo im Angebot ist, sag ich, nicht? Kann das einer mitfühlen? Gib's an. Ich wollte das nicht. Ich hab immer gelacht über die Heidelbahn, die Trottel, bitte. Was ist das für ein Leben mit 28 ins Bauernhof fangen? Ja, mit 50 merkst du das erste Mal, da geht's einmal noch immer kein Dachstuhl oben. Jetzt sollte man aber nicht. Ich kann das nicht. Ich bin kein Ausdauersportler. Ich kann das nicht. Bitte schaut's mir an, ich bin nicht baut für das. Weißt du, so deppert, für wen macht man sowas? Bin ich vollkommen deppert, für wen denn bitte? Für wen stell ich mich denn hin, bitte? Und drei Bautscheibenvorfälle und... Für wen denn bitte? Nur für die Kinder. Es ist doch nicht für mich. Es ist doch für die Kinder. Für Philipp, gell? Er soll es einmal leichter haben. Jetzt einmal ehrlich. Für den? Der soll sich mal aufbeamen zu seinen Angeschüttelten. Der soll sich selber mal ein Haus bauen, wie da keiner Haus baut! Und da sieht man erst, was gute Freunde wirklich wert sind. Der Meier und seine Heidelbauerbande haben für mich eine Geburtstagsfeier organisiert und sind vollkommen überrascht, auf einmal von meiner Tür gestanden hast. Hallo. Ja, was ist das so aus? Grüß dich. Das ist der Wahnsinn. Das ist lieb. Danke. Das ist ja wahnsinnig. Prost auf euch ab, Prost auf euch. Ah, und ich habe mir das schönste Geschenk gemacht, das man Menschen in meiner Situation überhaupt machen kann. Ein Wochenende Arbeitseinsatz auf meiner Baustelle. Kleine Wabler!
Wenn du oder selbst, du oder du, du Wappler. Wir kommen nächstes Wochenende. Wir stehen da am Bauschuppen hin, du Wappler. Wenn wir sind die Elite-Truppe. Kannst mir wirklich gerne stehen, ob ich auch was davon, du Wappler. Und unser Bosnien nehmen wir auch mit. Ja, oder nicht? Weil wir ein großes Seht, Schuling in der Stunde und super. Der grob da ein Köhler, der braucht nicht mehr Schabe, so Brotgrube, du der. Ja. Super. Oh, Wappler. Wenn du was nehme ich im Schüssel. Du musst nehmen, aber auf. Hör mal, du organisierst Cola, Rembrandt, Bier. In Westbacher Bier. Gut, zugegeben, das hört sich ein bisschen an wie eine besoffene Geschichte. Ist aber nicht. Wir haben nächsten Samstag um 6:30 in der Früh stehen die Familie von meiner Einfahrt. Der Meier, der Franz, der Sepp und der Bosni an der Leine. Und es hat nur so ausgeschaut, weil der das ganze Werkzeug getragen müssen, nicht? Bitte, was die Werkzeug mit haben lassen? Das haben wir Leben doch noch nicht gesehen. Eine 3,5 Meter lange Wasserwaage, bitte. Wo wir so bereits Waschbecken zum Arm müssen, nicht? Und wirklich. Also die Burschen, die verstehen ihr Handwerk. Da sitzt er jeder Handgriff, da weiß er jeder, was er zu tun hat. Wirklich wahr. Ist auch Freude, ihnen bei der Arbeit zum Zuschauen, gell? Ich wollte dir einmal helfen, aber du hast keine Chance. Da stehst du im Weg, da merkst du, was du für ein Wappler bist. Und der Bub war begeistert. Endlich tut sie wieder was bei uns, gell? Das ganze Werkzeug. Er ist ja technisch so interessiert, er kennt sich ja schon wirklich gut aus. Boah, super. Boah, eine fiese Pistole. Klingone, hey, Nero! In die Hochtung, Klingone, und ich feste Einlage, denn hier, du Klingone, Gurke. Fiese, voll Energie. Ja, das ist ja gut jetzt was. Wappler, komm mal hoch. Ich glaube, der Bub ist ein bisschen im Schüssel, hä? Sag einmal, soll ich die Druckluft noch gleich weggeben, hörst du? Hörst du? Ja, du hörst. Spinnst du, musst mich immer nicht noch selber schwitten. Ja, nicht, ich. Eine Photonenkanone. Panzern, du Riese, du tust dich nicht mehr lange. Photonen auf volle Energie. Fitti, fitti, Energie, volle Energie. Attacke, fitti, 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 Papa, es ist. Papa, mir ist jetzt. Der Pneumatikhammer vom Onkel Meier ist mir in die Mischmaschine eingefallen. Ah! Weißt du, was das kostet? Weißt du, wer soll denn das sein? Das ist was wirklich ein Wappler. Ich wusste, dass du schlagst, geh mit der Druckluftnagel auf. Was? Druckluftnagel? Ja, hab ich da. Das rote, gell? Druckluftnagel. Fuck it, fuck it, fuck it. Entschuldige, Margit. Er geht eh. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Hasta la vista. Luftdruck. Und am Sonntag zum Mittag ist gestanden, mein paar Hütten. Genauso wie sie es gesagt haben. Das ist ein Gefühl, das kann ich keinem beschreiben. Wirklich wahr. Die Margit hat uns was zum Essen gemacht. Augsburger noch ein eigenes Rezept. Kommt, huckt euch her da. Platz. Komm, jetzt auf, huckt euch nieder. Warte, der Bosnier mag auch was, oder? Herr Bosnier, ausgrab da, nix da, ist da. Grab nix da, Herr Bosnier. Iso heißt der, was? Iso, aha. Ist ein kurzer Name, gell? Einen längeren merkt das ich wahrscheinlich nicht, ne? Meier ist auch kein Vierzahler, ne? Super, mein paar Hütten, gell? Sieh schon ein bisschen ein Licht am Ende vom Tunnel. Glaub jetzt, hä? Glaub schon. Vorhin, wie sie auf einmal gesagt haben, zum Mittag, willkommen im Club, du Wappler. Was wäre Club? Wo gehört denn jetzt dazu? Häuselbauerbande westlicher Wienerwaldsektion Eckraben.
Super. Ich bin dabei. Jetzt weiß ich schon ganz genau, wie meine zukünftigen Wochenenden ausschauen. Super. Samstag Vormittag ein bisschen betonieren helfen, ne? Beim Seepaltrim, nicht? Ruckzuck, bitte. Estrich ist ja gleich gemacht, so vierte, harte Hocken, nicht? Der Bosnier mischt, mir sagen, wie das gehört. Ruckzuck geht das, ne? Das ist ja gleich geschehen, ne? Wirklich wahr. Ne? Der steht hier, Kiste bei der Seepalt, das ist ja gleich gemacht, ne? Na klar, ein Bauchel um 10 und das grennt schon, ne? Und dann bitte Vormittag essen, aber genau auf die nächste Baustelle beim Meier drin in den Gartenzahn fliegen, ne? Mit Schutzgasel ist das gleich gemacht, das war im Angebot jetzt. Das geht wirklich super, nicht? Dann darf man noch anwerfen, also nette Wand, das wollte man zuerst, das geht sich nicht mehr aus, aber in Grill haben wir schon angerufen, ne? Ja, vorher brauchst du eine Unterlage, ist ganz klar, ne? Entweder du hängst da vorher einen Nylonsackel rein oder drei, vier Bacherln, nachher eine kleine Fixierung, fünf Bier und das Würstel bleibt drin auch. Hm? Hm? Und so gestärkt geht schon auf die nächste Baustelle. Ne? Zum Franz drin, im Garten, Schwimmbecken eingraben, super, Garten. Ein Geröll halt. Solche Steine, jo, ein Hitz von oben, kein Schaden in den Garten, da wirst du hin. Hey bist. Okay, da steht hier Kisten, das ist nix. Das nimmst das Bier, das. Gott, dass nicht schon verdunstet ist, und da, und da ist wieder der Schwitzer raus. Das kommt nicht einmal runter, weil da gehört es eigentlich ins Bier. Weil das ist nämlich, das möchte ich jetzt wirklich sagen, jetzt mal Spaß beiseite. Bier heißt nicht umsonst flüssiges Brot. Wirklich wahr. Weil in einem Bier sind alle die Sachen drin, das ist iso, also vom isotonischen her sind sie aufgelöst, die Kohlen, ich weiß nicht, Kohlensäure, Hydrat, das, was von rechts drehende, das kommt natürlich dran, vorher, wenn du das einschenken tust oder was, und die Minerale, und das ist, das stimmt sicher alles, weil das habe ich alles gelesen in einer Broschüre von der Otterkringer, das stimmt sicher. Ne? Ich möchte sagen, ich möchte fast weitergehen, ich möchte sagen, Bier ist flüssiges Müsli. Nur mit dem Futter, dass du keine Plumpen aufbeißen kannst auf einen Kern. Das ist es. Ne? Aber bei der Hitze muss das Bier auch nichts mehr. Gut, der Bosnier, der hat es jetzt leiwand. Na, der hat super, weil der macht sich einen Wind beim Graben, ne? Aber wir hocken ja noch da, ne? Und die Wodka-Juice sind nicht isotonisch. Die sind eher leberzersetzend. Ne? Aber wir halten durch und vor Nacht wird noch bei mir der Autoradio eingebaut, wie wir es gesagt haben. Alle miteinander, mit der Flex ist ja gleich gescheit, ne? Dann hocken wir sich ein bisschen zusammen auf die Nacht, trinkt ein bisschen was. Drei, vier Bierle, ein paar Bacherl. Isst ein bisschen was, die kalte Pizzagiller von zum Mittag. Dann singt man ein bisschen was. Wir singen, da mag ich ein Lied. Die will das nicht hören. Und dann gehen wir das erste Mal speiben. Und dann wird die Alte drüber raten. Wollen. Aber am liebsten wird die Alte vom Nachbarn, weil die fischelt ja ganz anders. Aber es geht sich eh nicht mehr aus, weil wir schon beim Speiben am Häusl vom Nachbarn eingeschlafen sind. Aber das ist erst der Samstag. Morgen ist noch Sonntag. Aber da stehen wir erst später auf. Gehen wir jetzt einmal zum Frühschuppen und dann wird Auszeit. Und nächstes Wochenende? Langes Wochenende. Und? Feuerwehrhörger in Innermanzing. Leiwand. Aber so weit bin ich noch nicht. Für mich ist das alles Zukunftsmusik. Leider. Gute Nacht, Schattel. Brauchst du irgendwas, ein Flabene, Aspirin, irgendwas? Na los, wie ich liebe. An einer Verkühlung ist noch keiner gestorben. Oh ja, ich schon. Du Papa, jetzt lass den Papa, der Papa ist krank. Achso. Du Papa, Papa, mir ist auch kalt. Gib mal Ruhe. Papa. Aber wie schon vom Grieskind, ich kann Captain Kör Kleiberl. Wer hat uns noch nützliche Dinge geschickt? Du kriegst die Gummistiefel und Arbeitshandschuhe, jetzt gib mir rum. Aber Papi, das will lieber Captain Kör Kleiberl. Das waren traurige Weihnachten gewesen, naja, was? Weil es nicht früher angeschafft hätte. Aber da mache ich nicht mehr mit, das ist nur mehr Mode. Das hat seinen Sinn verloren, das Fest. Ja, da mache ich nicht mehr mit. Mit was auch nicht? Margit, Philipp, habe ich gleich aufgeschickt ins Waldviertel. Kostet mir das Essen nichts. Mit meinen Eltern um. Drei Wochen Krammischwalz, wenn sie überleben. Und ich bin der Erste, der wohnt in Hinterholz. Ich bin ein Interholzer. In der Bauhütten eine kleine Campingliege in Klimarex drinnen, Temperatur 37,5. Nicht in der Hütten. Ich.
Aber ich merke, wie es mir jeden Tag besser geht. Wie sich die Gasse schwitzt beim Grom. Wow, Weihnachten Grom ist ein Traum. Der Boden schenkt verloren, hast keinen Gatsch. Und ich hab schon mein Schlafzimmer unterkellert. Nicht unterkellert. Die Grom hab ich mir ausgekommen. Nicht? Und ich muss sagen, hörst, na? Das Einzige, was mich ein bisschen optisch stört, ist, dass er da drin liegt. Ich seht es nicht, weil es so blöd sitzt. Gell? Ich muss jetzt da oben sitzen. Da liegt ein Leich unter meinem zukünftigen Schlafzimmer. Wieder so typisch. Ich schaue auf mein eigenes Grab und es ist schon besetzt. Du siehst es ganz deutlich: du hast die Schell, die Rippeln, zwei Hände, da sind die drei Viers. Dann liegt noch einer. Und der wächst schon um. Und das Badezimmer. Wir sollten nicht einen Abfluss machen. Ich hab weitergeraten. Aber nicht mehr mit Krampen, sondern mit Kehrbesserl, wie Archäologe. Nach der 8. Leiche hab ich aufgehört. Da weiß man, wie es ausschaut. Alle einen Sprung im Schüssel, aber wurscht. Das sind meine besten Freunde. Hat er recht gehabt, der depperte Schwager mit seinen blöden Witz, was? Vielleicht bin ich so beim Grab einen Goldschatz. Das ist kein Goldschatz, das ist ein Fund. Ist das klar? Das ist ein historischer Fund, bitte. Ich kenne mich nicht aus. Vielleicht ist es eine Römersiedlung oder ein Ötzi-Monatag, ich weiß schon nicht, nicht. Aber bitte. Hörst, das sind Millionen, was da liegen, bitte. Die können alle mir, ich kann es verkaufen. Schau, sag das vor, wieder darf das. Schlag dich vor, üb, trainier, ich nehm die Rundenzeit, mach was du willst. Was wird auf einmal der Bub? Kommt auf mich zu, mit dunklen Visier, da in den Helm habe und. Das ist kein junger Bub, das ist ein alter Mann. Der Opa ist der Glüher. Habe die Ehre! Ich bin der mit dem Muppi. Wir haben eh schon draus miteinander, was? Ich vorbeifahren. Jetzt haben wir letzte Woche aber haben wir Nägel eingeführt bei dir, was? Was der wieder der kleine Spion von der Gemeinde, gell? Na, das ist so grob. Habt ihr schon was gefunden, ha? Pass mir auf, Opa. Wenn ich da was finde, geht es mir leid. Ich bin grundbücherlicher Eigentümer, das kannst du allen sagen auf der Gemeinde. Ja? Im Bürgermeister der ganze Bagage. Ja? Mir geht das ganz allein, es könnt ihr euch runterlassen. Mit der Spülung könnt ihr euch das runterlassen. Ja, ja, jetzt buddel ich nicht auf. Nimmt der eh keiner weg. Wir lachen eh schon alle. Über den Werner mit dem Häusl auf der Bistgrum. Ich glaube, ich bin ohnmächtig. Huch! Und dann habe ich mich eingesetzt in meinen Britschenwagen und bin gefahren. Nur mehr Richtung Süden. Mir geht das nichts mehr an. Nein, mir geht das nichts an. Ich habe mein Werkzeug mit, ich bin unabhängig. Ich habe nur meinen Süden fahren. Dazwischen immer 48 stehen, alles wurscht. Und ich fahre und fahre, volles Rohr. Im Bock in der U-Bahn. Ah, scheiße, auf VW. Oh, wurscht. Wir fahren, fahren, fahren. Bis einmal ausgeht der Sprit. Genau in der Shopping City Süd. Bin reingegangen in die blaue Lagune. Zugesteuert aufs Eleganz Provence Glasitsch. Ein ganz netter Verkäufer war drinnen. Martens, guten Tag. Grüß Sie, bitte sehr. Uns weiterkommen. Wollen Sie sich vielleicht mal zuerst umschauen und ich kann euch ein paar Informationen geben? Wir geben da Wärmeisolierung ein. Sie wissen, wir haben da einen K-Wert von. Ja, ja, ich bin vom Fach. Nein! Meister, eine Frage. Hat die Hütte überhaupt einen Abstellraum? Aber natürlich, bitte, wenn Sie weiterkommen. Schauen Sie, es ist unser Abstellraum. Sie wissen, es ist unser Topmodell, gell? Bitte sehr. Der Abstellraum, aber sagen wir uns ehrlich, zur Not kann man den fast auch als Gästezimmer verwenden, was? Stimmt! Dann, klack, zang! Drin war er. Aber ich muss sagen, die erste Zeit hat er noch so geschrien und irgendwas geschert an der Tier oder was, aber jetzt, gell? Ist ja brav, muss ich sagen, was jetzt. Vielleicht schläft er jetzt momentan. Ja. Oder ist er erstickt, also nach vier Tagen kann das
Du kannst sein, nicht? Nur wurscht, was soll's? Unser Heidelverkauf ohne Abstellraum. Mit Gästezimmer. Hat auch Pech gehabt. Arschlöcher, nicht? Da schau. 3,8 Mille Schlüssel fertig. Bitte. Sieht man, wer Sessel leisten? Ich nicht. Weißt du, was du kannst? Furchtbar, nicht? Gut, die ersten Waschbetonplatten sind auch schon wieder locker draußen. Ich sag das, Professionist gemacht, ne? Also, da lau ich mir wirklich in meine Anzeigpartie, weißt du? Aber ich mache mir das jetzt eh alles selber, weil ich muss sagen, mir macht es ja einen Spaß, ich möchte erinnern, da umstellen, das ist alles ein bisschen. Nein, ein Haus ist für mich eigentlich ein Hobby, das muss ich schon sagen. Das ist, mir macht es einen Spaß, ich bin sehr glücklich damit. Da gibt es ja Leute, die bauen sich ein Haus und glauben, sie sind irgendwann einmal fertig. Das sind doch Vogeln. Wirklich wahr. Die haben ja keine Ahnung, wirklich wahr. Nicht? Du musst eine Freude haben damit, zum Haus geht eine Liebe. Wenn du es nicht hast, kannst du es vergessen, nicht? Du musst eine Freude haben, wenn wir fließen. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Da geht es schon. Gratuliere hiermit noch einmal an Ihre Vernunft. Das ist bis jetzt noch niemandem geschehen. Alles halb so wild. Lassen Sie bitte die Geisel frei. Kommen Sie mit den oberen Händen heraus. Bitte nur sicher nichts geschehen. Sofern Sie die Waffe zurücklassen im Haus, bitte. Kommen Sie heraus. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Was soll das, nicht? Was für eine Waffe sind die Depper, den Akkuschrauber? Ich hab keine Waffe! Achtung, Achtung! Herr Grütschall! Sind wir nicht kindisch? Das Haus ist bereits umstellt. Dafür habe ich Beweise. Sie haben absolut keine Chance. Ein Vorschlag in Güte. Herr Grütschall, wir geben Ihnen 3 Minuten. Anschließend wird von unseren 48 Scharfschützen für 15 Minuten das Feuer eröffnet. Würden wir Sie nicht treffen, würden wir Sie fairerweise bitten, sich selbst mit Ihrer eigenen Waffe zu richten. Grütschall, ich appelliere noch einmal an Ihre Vernunft. Was glauben Sie? Sind wir dann einen 70er Spax ins Hinein drehen oder was? Was hat er gesagt? 3 Minuten, glaube ich, gell? Na, weiter. Was machen wir? Warten wir, da scheißen wir drauf. Warten wir, ha? 3 Minuten, warten, ha? Warten wir, ne? Ja, der auch so. Klar, ich würde auch lieber warten, wenn ich unten sitze. Klar, yes. Wenn es ein Hetz gibt, warum nicht? Habt ihr zahlt dafür, ne? Dann nehmen wir mal 2,5. Das geht schon. Ah, klar, ist ja lustig. Warte, jetzt schauen wir, das ist menschlich. Ganz normal, passt schon. Ist schon in Ordnung so. So sind wir, ne? Kriegt sich das selber auch gern im Fernsehen? Reality TV. Gib's zu. Ja, schauen wir es an. Ja, passt, ja, schauen wir es an. Ja. Nicht, weil es gern ist oder lustig oder was. Es ist arg, das ist es. Es ist echt arg, gell? In dem Moment, was du weißt, es ist echt, was da ist, es ist arg. Das ist, weißt, das ist das Arge nicht mehr, weißt du? Voll arg, das ist echt arg. Das ist, das stört sich so stück. Bei der Anschuldigung der Gestapo aus Einsatz auf der Südautobahn. Bitte, wenn das gut gemacht ist. Ja. Da, Wahnsinn, da brauche ich keinen Werwolf, wirklich wahr. Nein, also das ist. Ist ja so. Ne? So, na. Eine halbe, nein, ein bisschen mehr. Kann sich noch viel ändern, ne? Im Eishockey. Ich verstehe nicht. Ich habe echt immer. Ich habe noch nie Schwierigkeiten gehabt mit der Polizei, wirklich nie, nie. Gut, einmal mit Bannendreieck habe ich auch nicht mitgehabt, aber ja, das war, nein, aber der Inspektor hat mit dem ganz normal geredet und er hat einfach ein Auge zugedruckt und, ja, er weiß, vielleicht drücken die auch noch ein Auge zu, ne? Ist schon auf Schützen. Das Leben ist der ärgste Horrorfilm, den sie jemals schreiben werden, wirklich alle miteinander. Also das ist die größte Frechheit, die man antun kann. Ja, da können sie auf der Leinwand Computer animieren und den Hosaurier umrennen lassen und den Nicholson an, wo ich ins Gesicht reinpoppen. Das ist alles Arschwurm, ist das, ja. Weil man sagt, wenn ich auf einer 100er Nagel aufsteige, ja, dann tut mir das viel mehr weh, als wenn ich irgendwo vor einem flammenden Inferno sitze, dann hoch so, ja. Aber er sagt, nein, das ist noch nie umgestanden, ja. Nicht am Hochhaus.
Die Frage ist dann nur, wie ist es, wenn der Nachbar auf einen 100er Nagel aufsteigt? Ne? Ist es dann noch Film oder ist es dann schon wieder echt? Das ist ein bisschen ein Grenzfall. Ne? Ich glaube, wenn ich mein Handycam dabei habe, dann ist für den Nachbarn gleich ein Handycam auch. Und ist ein Stück bei Hoperla. Dann lachen alle über diese Blutvergiftung, nicht? Keiner weiß, wie es wirklich war, weil es auch gar nicht interessiert, glaube ich. Wir was? Halbe Minuten. Gut. Wer weiß schon, was wirklich war, war, gell? Hat der echte Kriegel am Anfang eh so wie gestessen, ey? Wer weiß, wer weiß. Schön ist, dass ich ganz genau weiß. Ihr wisst alle miteinander nicht, was die Realität ist. Der Einzige, der es weiß, bin ich. Gott sei Dank. Grüß schon an Enterprise. Enterprise, bitte kommen. Hallo, Hura, Servus. Wo ist denn auf Urlaub, ist der gute Vorwurf, du? Sag mal, ist der Jimmy da? Gib mir nochmal. Ja, hey, hallo Jimmy, servus. Ja, ich habe ein Problem. Könnt ihr es mir aufholen? Wir auf dem Planeten sind keine intelligenten Lebewesen, ja? Ich kann es auslassen, ja? Bitte, holt es mir auf. Energie, bitte. Grutschall, Ende.